So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde sagen, wir fangen schon mal mit den Formalien an. Ich denke, die anderen Kollegen stoßen dann gleich zu uns. Ja, liebe Kollegen, liebe Sachverständige, darf Sie ganz herzlich zur siebten Sitzung der Kommission zur Reform des Wahlrechts und zur Modernisierung der Parlamentsarbeit begrüßen. Diese Sitzung ist wie immer öffentlich und wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet übertragen. Ich begrüße daher auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns hier im Saal auf der Tribüne bzw. zu Hause zuschauen, und freue mich über Ihr Interesse an unserer Arbeit. Und auch wenn die Sitzung öffentlich ist, muss ich Sie darauf hinweisen, dass das Fertigen von eigenen Ton- und Bildaufnahmen während der Sitzung nicht zulässig ist. Entsprechende Geräte sind daher abzuschalten. Zuwiderhandlungen gegen dieses Gebot können nach dem Hausrecht des Deutschen Bundestages nicht nur zu einem dauerhaften Ausschluss von den Sitzungen dieses Ausschusses sowie des ganzen Hauses führen, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Ich darf auch die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung und der Bundesländer, die per WebEx an der Sitzung teilnehmen, begrüßen. Und hier im Saal darf ich herzlich begrüßen den parlamentarischen Staatssekretär bei der Bundesministerin des Innern, Mahmut Özdemir, der auch heute Geburtstag hat, zu dem wir ganz herzlich gratulieren und natürlich auch weiterhin gute Besserung wünschen. Ich möchte Sie darüber informieren, dass Frau Professorin Dr. Sophie Schönberger mitgeteilt hat, ihre Mitgliedschaft in der Kommission niederzulegen. Für ihre Mitarbeit danke ich ihr. Gegenüber der Präsidentin wurden für die heutige Sitzung die folgenden Mitgliederwechsel angezeigt. In der SPD-Fraktion vertritt der Kollege Brian Nichols die Kollegin Leni Breimeyer. Für die Fraktion Die Linke nimmt an der heutigen Sitzung der Kollege Dr. Dietmar Bartsch anstelle der Kollegin Petra Pau teil. Und dann darf ich auch noch nachträglich alles Gute zum Geburtstag dem Kollegen Stefan Thome wünschen, der am 19. Juni feiern konnte. Voraussichtlich gegen 18.30 Uhr wird eine namentliche Abstimmung zur Top 15 Bundeswehreinsatz im Libanon stattfinden. Dann werden wir die Sitzung entsprechend für etwa 10 Minuten unterbrechen. Und nach diesen Formalien darf ich zu unserem ersten Tagesordnungspunkt kommen. Top 1, Fortsetzung der Beratung zur Verkleinerung des Bundestages. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns ja schon in den letzten beiden Sitzungen mit der Verkleinerung des Bundestages befasst und wollen die Diskussion heute fortsetzen. Und ich bedanke mich bei den Sachverständigen für die weiteren Stellungnahmen, die wie vereinbart dann auch im Internet auf der Seite des Bundestages veröffentlicht werden. Zum weiteren Verfahren möchte ich Ihnen mitteilen, dass die Obleute vereinbart haben, in der nächsten Sitzung der Kommission am 7. Juli Eckpunkte zu beraten und zu beschließen. Auf dieser Grundlage soll dann im Anschluss bis Ende August 2022 ein Zwischenbericht erstellt werden. Und für die heutige Sitzung haben die Obleute vereinbart, unmittelbar in die Fragerunde einzusteigen, um die noch offenen Fragen zu den einzelnen vorgeschlagenen Modellen mit den Sachverständigen zu klären. Daher würde ich sagen, wir rufen jetzt die Fraktionen nacheinander auf. Zunächst meldet sich noch der Kollege Glaser. Ja, bitte um Entschuldigung, wenn ich mich melde zu dieser Verfahrensfrage, weil das natürlich schon ein Metapherwechsel ist, weil wir damit ja praktisch in den Modus von ganz normalen Anhörungen parlamentarischer Art übergehen. Das heißt, also die Sachverständigen werden eingeladen und der Streitstoff wird bestimmt durch die Fragen der Abgeordneten, wie das üblich ist. Wir hatten aber hier zumindest eine rudimentäre Verfahrensgrundlage, die davon ausging, dass eben in der Tat die Sachverständigen doch integriert sind, auch bei dem Verfahrensgang, sage ich jetzt mal so ganz offen und ohne irgendwelche sonstigen Absichten. Und deshalb muss ich sagen, halte ich das insofern für eine Einschränkung, weil die Sachverständigen an der Stelle gewissermaßen nur in eine Responsfunktion kommen zu dem, was wir fragen. Und die Politiker bestimmen alleine, dass was diskutiert wird. Also das muss ich offen sagen, finde ich dem Geist und glaube ich auch der Verfahrensordnung, die wir uns so rudimentär gegeben haben, zuwider. Wäre also deshalb eigentlich doch sehr glücklich, wenn wir es anders machen können. Und ich würde bitten, darüber abzustimmen. Und diese Abstimmung müsste natürlich unter Einbeziehung der Sachverständigen geschehen. Denn dass sie ein Stimmrecht haben, war auch beschlossen. Insofern denke ich, kann diese Verfahrensfrage nicht nur von der politischen Seite getroffen werden. Also ich sehe jetzt nicht, dass wir das Verfahren in irgendeiner Art und Weise ändern. Wir haben ja bisher immer in der Obleuterunde
den Modus für die nächste Sitzung festgelegt. Das ist ja auch einvernehmlich gemacht gestern Morgen. Und nachdem wir ja jetzt mehrfach eben begonnen haben mit den Eingangsstatements und dann mit Fragen, haben wir gesagt, wir brauchen jetzt nochmal Eingangsstatements. Aber das heißt natürlich nicht, dass die Sachverständigen sich nicht auch zu Wort melden können, selbst Initiative ergreifen können, selbst Fragen stellen können. Wir würden der Einfachheit halber jetzt einfach mal versuchen, die Fraktionen nacheinander aufzurufen. Aber das ist weder dann ein Anhörungsmodus, noch ist irgendjemandem benommen, sich darüber hinaus zu melden. Wir haben ja auch in der Vergangenheit das immer recht frei gehandhabt und nicht auf die Uhr geschaut oder nicht geschaut, welche Fraktion meldet sich wie oft. Und so soll das heute genauso geschehen. Und ich glaube, in den 3 Stunden, die wir jetzt noch knapp haben, kommen wir damit auch gut zurecht. Jetzt hat sich zunächst der Kollege Hartmann dazu gemeldet. Ich wäre, Frau Vorsitzende, tatsächlich in die inhaltliche Beratung dieser sehr wichtigen Wahlrechtskommission angestiegen. Tatsächlich haben wir in der Obleuterunde darüber gesprochen, da ein Antrag zur Geschäftsordnung gestellt ist und damit formal in die Denke eines Ausschusses eingestiegen worden ist. Ironie eigentlich eines solchen Antrages, der dort gerade vorgetragen wurde, möchte ich ganz kurz als Gegenrede nur vortragen, bevor wir dann möglicherweise abstimmen. Ansonsten bin ich sehr für Ihren Verfahrensvorschlag. Das ist eigentlich durch Obleutegespräch erledigt. Ich möchte jetzt nicht aufhalten und versuchen, mit dem Demokratieverständnis der AfD anzufangen und das auch noch auszudiskutieren. Hier an der Stelle in unserer Vorbesprechung der sozialdemokratischen Vertreter und Vertreter haben wir mit den Sachverständigen und den MdB, ohne eine Grenze dort einzuziehen, einfach vereinbart, derjenige, der etwas zu dieser Debatte beitragen möchte, solle sich melden. Wir würden in der Reihenfolge der Fraktionen vorgehen und da haben wir überhaupt keine Trennung vorgenommen. So ist das mit den Sachverständigen vereinbart und das ist doch eine gute Übung. Und als zweites Argument in der Sache selbst, wir danken für die weiteren Stellungnahmen, die auch schriftlich eingegangen sind. Die würden doch zum Gegenstand der weiteren Beratung hier werden. Aber dazu, nachdem wir 2 oder 3 Mal, das ist das 3. Mal, dass wir über die Modelle zur Verkleinerung des Bundestagswahlrechtsmodelle gesprochen haben, nun nicht noch mal eine Runde zu machen, sondern tatsächlich direkt ins Detail einzusteigen. Das wäre doch die herzliche Bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch in Unterstützung der Position, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Heveling. Ich will nur noch ergänzen, ich gebe dem Kollegen Hartmann vollkommen recht in dem, was er gesagt hat, und möchte nur noch ergänzen, es ist keine Exklusivität oder Begrenzung des Streitstoffes durch die Fragerunden erfolgt. Also die Sachverständigen und auch die Kolleginnen und Kollegen können natürlich, wenn sie jetzt ad hoc noch weitere Gedanken oder Modelle einbringen wollen, natürlich das auch in diesem Format tun. Also das ist in der Obleuterunde auch keineswegs besprochen worden, dass das jetzt in irgendeiner Form ausgeschlossen sein sollte. Ich glaube, es tut der Beratung gut, wenn wir in das Verfahren jetzt so einsteigen, dass wir, ich sage mal, auf Rede und Gegenrede tatsächlich noch mal Punkte erörtern können. Die einzelnen Modelle, seien sie schriftlich eingereicht, seien sie hier besprochen, seien sie in vorausgegangenen Sitzungen angesprochen worden oder seien es Ideen, die jetzt noch eingebracht werden, dann auch tatsächlich hier erörtern können. Gut, Herr Kollege Glaser, hat sich's dann geklärt oder wollen Sie einen Antrag aufrechterhalten? Dann stimme auch gerne. Alles, was der Offenheit dient, und es wird jetzt ja so gesagt, jeder kann, was er will, und wenn er originell sein will, kann er auch, dann ist hier der Wahrheitsfindung gedient. Gut, prima. Dann nehme ich gerne Ihre Wortmeldung jetzt entgegen, damit wir beginnen können. Kollege Hartmann. Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind sehr froh, dass wir genauso jetzt verfahren, wie wir in der Obleuterunde gestern Morgen um 7.15 Uhr besprochen haben. Herzlichen Dank dafür. Und deswegen danke an die Herren Grzegorz und Mellinghoff und Stefanie Schmal für die Einbringung des echten Zwei-Stimmen-Wahlrechts oder des sogenannten Grabenwahlrechts. Und das möchte ich gerne zum Gegenstand meiner ersten Fragerunde machen. Ich danke auch Herrn Professor Dr. Behnke für seine Stellungnahme. Sie führen, Herr Professor Behnke, aus auf Seite 13. Die SPD erhielte zum Beispiel nach dem Grabenwahlsystem in Baden-Württemberg weniger Mandate als in Brandenburg, obwohl in Baden-Württemberg fast 3-mal so viele Wähler für sie gestimmt haben. Umgekehrt erhält die CDU in Baden-Württemberg die 2,69-fache Sitzzahl wie in Niedersachsen, obwohl sie nur das 1,3-fache an Zweitstimmen bekommt. Im weiteren Verlauf Ihrer Stellungnahme setzen Sie sich äußerst kritisch mit dem Grabenwahlrecht auseinander. Können Sie mal den Effekt dieses Grabenwahlrechts darstellen anhand des Wahlergebnisses 2021 und warum Sie Bedenken dazu geäußert haben und sogar Badura zitiert haben? Und das wäre der erste Fragekomplex, dass Sie noch mal einordnen. Ab welcher Grenze reden wir eigentlich von Verzerrung des Wählerwillens? Ab welcher Grenze reden wir tatsächlich von Eingriff in das Wahlsystem, das praktiziert ist seit
1949 in der Republik. Und da würde ich doch noch mal gerne Ihre Einschätzung zu hören, weil Sie sich kritisch damit auseinandergesetzt haben. Und an Herrn Kollegen Grzyk die Frage. Sie haben unter dem Punkt 6 eine Option aufgezeigt. Sollte zudem erstrebt werden, dass Wahlkreise nicht mit mehr Stimmanteilen von zum Teil unter 20% gewonnen werden, also das Problem erkannt, dass ja die relative Mehrheit im Wahlkreis immer weiter absinkt, wir teilweise ja Zahlen um die 20 Prozentpunkte haben. Sie bringen ein Stichwahlsystem auf. Jetzt war in Nordrhein-Westfalen seitens der schwarz-gelben Koalition einmal das Stichwahl zu den Hauptverwaltungsbeamten abgeschafft worden. Das Verfassungsgericht hat das sogar bestätigt, der Verfassungsgerichtshof in Nordrhein-Westfalen bei kommunalen Wahlbeamten. Die damals vorgetragene Begründung der Union war, dass gerade bei Stichwahlen ja immer weniger Wählerinnen und Wähler teilnehmen und dass ein Stichwahlmodell gar nicht dazu Sorge trägt, dass in absoluten Stimmen mehr Stimmen abgegeben sind für den Kandidaten und der Kandidatin. Wie wollen Sie mit dem Effekt umgehen? Und können Sie das vielleicht vor dem Hintergrund der doch überraschenden Stichwahlausgänge in Frankreich, wo zum Beispiel die rechtsextreme Le Pen-Partei von um die 8 Sitzen bei der letzten Nationalversammlungswahl auf über 80 hinausgeschossen ist, mit dem Stichwahlmodell, ob das ein Mehr oder ein Weniger an Demokratie ist, wenn Sie da das Stichwahlmodell aufbringen. Da würde mich Ihre Einschätzung unter die Begründung der Herleitung doch dieses spannenden Gedanken interessieren. Herzlichen Dank. Gut. Gibt Ansgar Heveling. Ja, Frau Vorsitzende, vielen herzlichen Dank. Ich finde es auch sehr gut, dass wir heute noch mal die Gelegenheit haben, tatsächlich die verschiedenen Modelle in ihren Aspekten zu beleuchten. Meine erste Frage würde ich an Frau Professorin Schmal richten. Da geht es noch mal um das Kappungsmodell und die Frage, dass der Ausgangspunkt dieses Modells ja ist, dass Wahlkreiskandidaten mit den relativ meisten Stimmen in einem Wahlkreis kein Mandat erhalten, wenn das Mandat nicht durch eine Liste abgedeckt ist. Stattdessen dann aber ein Kandidat mit weniger Stimmen das Mandat, weniger Erststimmen das Mandat erhalten kann, weil das dann eben listengedeckt ist. Hier würde mich die Einschätzung interessieren mit Blick auf das Mehrheitsprinzip, das Teil des Demokratieprinzips ist und mit dem sich das Bundesverfassungsgericht ja auch schon geäußert hat, ob Sie dazu etwas sagen könnten. Dann hätte ich eine zweite Frage an Herrn Professor Grzyk. Herr Kollege Hartmann hat gerade mit Blick auf die Ausführungen von Professor Behnke zum Zwei-Stimmen-Wahlrecht mit Blick auf das Erfordernis unterschiedlicher Stimmenzahlen in den verschiedenen Bundesländern zum Erringen eines Mandates Ausführungen gemacht. Könnten Sie mit Blick auf das Kappungsmodell ausführen oder etwas dazu sagen, ob das bedeutet, dass in den Ländern eben dann immer das gleiche Stimmverhalten erforderlich ist oder ob es auch da zu Unterschieden kommen kann, wie wir sie jetzt beim personalisierten Verhältniswahlrecht ja auch haben. Und mit Blick auf die Listenabdeckung beim Kappungsmodell, was ist, wenn eine Partei keine Liste aufstellen will? Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Steffen. Ja, vielen Dank. Ich finde, wir haben ja tatsächlich schon wirklich gute Arbeit geleistet als Kommission, als dass wir jetzt ja zwei Modelle vorliegen haben und insoweit auch eine gewisse Engführung der Diskussion leisten können. Also über 8 unterschiedliche Modelle zu sprechen, ist natürlich am Ende irgendwie verwirrend. Wir haben zwei Modelle im Kern. Wir haben noch einen dritten Vorschlag, der nochmal auf das Thema Parität eingeht. Und jetzt, glaube ich, ist es sinnvoll, sich nochmal die verschiedenen Modelle anzugucken. Und da kann man auch, glaube ich, ganz gut in die Abwägung kommen. Ich hätte an Herrn Grzyk die Frage, ich bin ein bisschen verwirrt, ob der Titel, also ob das jetzt, was Sie jetzt vorgelegt hatten, im Rahmen der schriftlichen Stellungnahme hier, ob das jetzt das asymmetrische Grabenwahlrecht vom letzten Mal ist oder ob das jetzt was anderes ist.
Das war jetzt ein bisschen für mich verwirrend, weil plötzlich ein anderer Titel drüber stand. Also ob sich damit ein Inhaltswechsel verbunden hat oder ob es nur ein Rebranding ist, das würde ich gerne wissen. Von Herrn Behnke würde ich gerne noch mal wissen, weil er hat man jetzt ja insbesondere im Hinblick auf das Jahr 2021 gefragt hat, also ob man auch bei größerem Ausgreifen in der Empirie vielleicht noch mal zu weiteren Erkenntnissen kommt, was tatsächlich auch die Verschiebung im Ergebnis bedeutet. Also wir kennen ja durchaus Wahlsysteme, wo in anderen Staaten, wo Mehrheiten überbetont werden, aber dadurch eben handlungsfähige Parlamente im Ergebnis hergestellt werden, was ja das Pro-Argument ist. Aber tatsächlich die Frage, laufen wir irgendwie die Gefahr von Umdrehung von Mehrheitsverhältnissen? Und das, glaube ich, lohnt mit ein bisschen breiterem Blick sich anzuschauen. Im Hinblick auf den Vorschlag, den ich ja auch mit eingebracht hatte mit den Kollegen Obleuten der Ampelfraktionen, haben wir ja ein paar Punkte. Also wir haben ja deutlich gemacht, wir wollen diese Zweitstimmendeckung einerseits. Zweitens wollen wir dann ein Ersatzstimmenmodell für den Wahlkreis. Aber es gibt natürlich ein paar Folgefragen. Das betrifft unabhängige Bewerberinnen. Da würde mich tatsächlich von allen Expertinnen, die sich da berufen fühlen, interessieren, was sie uns da empfehlen. Also müssen wir unabhängige Bewerberinnen zulassen? Und wenn ja, wie sollte man das sinnvollerweise ausgestalten im Hinblick auf die Zweitstimmendeckung? Das ist ja dann eine Frage, die man beantworten muss. Dann die Frage, wie gehen wir um mit der Grundmandatsklausel? Also unser politischer Wille ist ja, da eine Entsprechung zu finden. Wie soll man es am besten machen? Und die dritte Frage, die sich stellt, ist, wie weit geht man eigentlich mit der Auswertung von der Ersatzstimme? Wir haben ja vorgeschlagen, eine Ersatzstimme den Wählerinnen und Wählern einzuräumen. Es kann ja dazu kommen, dass bei der ersten Auswertung dann tatsächlich wieder jemand gewählt ist, der oder die über die Zweitstimmendeckung auch nicht verfügt. Und dann, wie soll dann weiter verfahren werden? Da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten. Würde mich von den Expertinnen und Experten, die sich tiefer in dieses Modell reingedacht haben, interessieren. Vielen Dank. Danke. Dann hat sich der Herr Glaser schon gemeldet und danach Konstantin Kuhn. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde mal an Herrn Puckelsheim noch mal die Frage richten, wie sich unterscheide die von ihm dargestellte Ersatz-Erststimme als Rechenverfahren zu der Präferenzstimme, die er einen Absatz später behandelt. Ich habe es, Herr Puckelsheim, nicht ganz verstanden. Das mag aber an mir liegen. Also nehmen Sie es als Wissensfrage. Aber vielleicht dient es tatsächlich ja der Klarheit, wenn man sich dazu Gedanken macht. Ich hätte in dem Zusammenhang in der Tat aber auch von den Juristen, einer, der sich vielleicht berufen fühlt, nochmal diese Rechtsfrage erörtert, ob dieses Ersatzstimmenverfahren, Präferenzstimmenverfahren, was natürlich eine andere Generierung dieses Direktmandats mit sich bringt, wirklich unter Gleichheitsgesichtspunkten tolerabel ist oder eben nicht das Absenzmodell vorzuziehen ist. Ich sage das mal, wenn ich es recht sehe, auch Frau Waszczyniak hat das, glaube ich, problematisiert, wie ich fand, zu Recht. Und um diese Frage dann vielleicht auch, ja, wie soll ich sagen, zum Punkt zu bringen, wir müssen es ja mal entscheiden. Also wenn wir uns tiefe Gedanken machen über die Frage, wie wir diesen Ersatzbewerber dahin bekommen, müssen wir ja vorher vielleicht die Frage stellen, ob tatsächlich das juristisch ja nicht doch mit Risiken behaftet ist, sozusagen zwei Typen von Direktmandatsbewerbern zu kreieren. Und das Zweite, was mich noch mal bewegt hat, war in der Tat das Thema, wie wir mit dem Grundmandat umgehen. Das heißt, es wird immer als Stichwort mal durch Sie angesprochen, aber es ist vielleicht auch eine Frage der Sortierung. Was machen wir noch bis zum Zwischenbericht oder was machen wir nachher? Wenn wir zum Ergebnis kommen, das heben wir ab. Ansonsten wäre ich sehr interessiert daran, ob man wirklich die Grundmandatsfrage, vielleicht Herr Czesik, an Sie die Frage halten kann, so wie sie jetzt konstruiert ist. Die hat ja eine ganz eigene Geschichte. Und wenn man sich halt klar macht, dass man mit, als Partei, sagen wir mit 4%, nicht in den Bundestag einzieht, aber mit 2% und 3 Direktmandaten zieht man ein. Und zwar nicht eben nur mit den gewählten Direkten, sondern eben mit dem gesamten numerisch sich ergebenden Stab an Abgeordneten, stößt das doch eigentlich auch auf. Und ich würde sehr interessiert sein daran, dass man diese Frage zum Punkt bringt. Tendenziell, sage ich ganz offen, neigen wir dazu, diese Institution abzuschaffen bei der Gelegenheit, 5%-Klausel hin oder 5%-Klausel her. Das ist nochmal eine andere Frage. Gut, dann noch Konstantin Kuhle. Ja, vielen Dank, dass wir
wieder über diese interessanten Fragen miteinander sprechen können und dass auch die Sachverständigen in der zweitletzten Sitzung vor der Sommerpause uns wieder zur Verfügung stehen. Ich habe ein paar Fragen zum Grabenwahlrecht und ein paar Fragen zum Modell der Ampelobleute. Erstens zum Grabenwahlrecht eine Frage an Herrn Professor Behnke und an Herrn Professor Fehrkamp, bei der mich vor allen Dingen interessiert, wie die politische Wirkung dieses Vorschlags Grabenwahlrecht aussieht. Wenn ich das richtig verstehe, hätte der Vorschlag der Sachverständigen Jeschik, Mellinghoff und Schmal dazu geführt, dass bei der letzten Bundestagswahl die CDU-CSU stärkste Fraktion im Bundestag gewesen wäre. Und mich würde einfach mal interessieren, ob das angesichts der Wahlrechtsreformen, die in anderen Ländern in Europa, auf der Welt so stattfinden, ob das eigentlich normal ist, ja, dass man, wenn man eine Wahlrechtsreform macht, bei der eine andere Partei die Wahl gewonnen hätte beim letzten Mal, oder ob es nicht auch ein legitimatorischer Selbstwert ist, eine Wahlrechtsreform zu machen, bei der das gleiche Stimmverhältnis im Parlament rauskommt wie beim Ampelvorschlag. Da verlieren alle Parteien im Bundestag 18, noch was Prozent und ja, haben halt weniger Sitze. Aber das Verhältnis ist das gleiche. Also die Bundestagswahl wirkt sozusagen in ihrem Ergebnis fort, trotz Wahlrechtsreform. Ist das nicht ein Wert an sich und muss man das nicht auch demokratietheoretisch irgendwie gewichten? Die zweite Frage zum Grabenwahlrecht richtet sich an Herrn Professor Jeschik. Sie erwähnen in der Nummer 7 Ihrer Stellungnahme, dass es sich beim Vorschlag der Ampelobleute um einen Paradigmenwechsel hin zu einer Verhältniswahl handele. Das verstehe ich nicht. Wir haben doch eine Bundestagswahl, ein Bundestagswahlergebnis und einen Bundestag, der bis auf die drei unausgeglichenen Direktmandate der CSU nach dem Verhältniswahlergebnis zusammengesetzt ist. Also das Paradigma, das wir haben, ist die Verhältniswahl. Also warum ist das ein Paradigmenwechsel? Das verstehe ich nicht. Ist nicht vielmehr das Grabenwahlrecht ein Paradigmenwechsel, weil 50% der Mandate nach einer anderen Logik zugeteilt werden, als es jetzt der Fall ist, wo drei Mandate nach einer anderen Logik zugeteilt ist. Also wenn man von Paradigma spricht, verstehe ich jedenfalls nicht, warum der Ampel-Obleute-Vorschlag der größere Paradigmenwechsel sein soll als das Grabenwahlrecht. Ich halte jedenfalls das Grabenwahlrecht für einen größeren Paradigmenwechsel. Und da wollte ich einfach mal nachfragen, wie Sie das sehen. Dann hatte ich mir notiert, die beiden Fragen, die der Kollege Steffen auch gestellt hat, zu den parteilosen Kandidatinnen und Kandidaten zur Grundmandatsklausel. Ich glaube, das wäre gut, wenn wir das noch mal aufbohren. Jeder, der sich dazu berufen fühlt, möge gerne dazu etwas sagen. Herr Professor Pukelsheim hat in seiner Stellungnahme die unterschiedlichen Kompensationsideen noch mal aufgeführt, wie man verfährt, wenn bei der Zuteilung Wahlkreise nicht zugeteilt werden können, weil keine Zweitstimmendeckung vorliegt. Das haben Sie ja noch mal aufgelistet. Da würde ich Sie noch mal bitten, darauf einzugehen, welche verschiedenen Modelle denkbar sind. Und ganz zuletzt noch mal eine Frage auch an Herrn Professor Behnke und Herrn Professor Fehrkamp. Bei der letzten Bundestagswahl gab es 34 Überhangkonstellationen von 299 Wahlkreisen. Das bedeutet, dass außer diesen 34 Wahlkreisen in allen anderen Wahlkreisen die Vergabe genauso vonstatten gegangen wäre, ganze Bundesländer, ganze Parteien von Bundesländern genauso vonstatten gegangen wäre wie bei dieser Bundestagswahl. Können Sie eine Prognose dazu abgeben, wie sich diese Zahl entwickelt? Ich weiß, dass das etwas mit einer Glaskugel zu tun hat, aber wie ist das zu sehen? Wird sich in dem Vorschlag der Ampelobleute, wird sich diese Zahl 34, wird das eher mehr oder weniger werden? Ist vor dem Hintergrund der Fragmentierung, der Entwicklung des Parteiensystems damit zu rechnen, dass es eher mehr Überhangkonstellationen gibt oder eher weniger? Und würde es nicht zu der Akzeptanz dieses Vorschlags beitragen, das glaube ich wirklich, wenn das einfach weniger zum Einsatz kommen müsste, also wenn es einfach ein paar Mal nur zum Einsatz kommen müsste, dann würde das, glaube ich, wesentlich zur Akzeptanz beitragen. Der Witz ist ja, selbst wenn es nur eine Handvoll Fälle gäbe, würde es eine unglaubliche Reduzierungswirkung der Mandate entfalten, das Modell. Trotzdem, ja. Also da würde mich noch mal eine Stellungnahme interessieren. Wie schlimm ist dieser Vorschlag eigentlich, wenn es nur 34 von 299 Wahlkreisen sind und vielleicht sogar noch weniger? Vielen Dank. Danke. Herr Kollege Bartsch, möchten Sie auch noch? Ich würde zwei Fragen vielleicht noch mal verstärken wollen. Das eine
ist, was hier schon gesagt worden ist, zu dem Thema Gleichheitsgrundsatz. Weil das Ersatzstimmenmodell würde ja dazu führen, dass ein Teil, ich sage es mal, nach dem alten Zuteilungsmodus verteilt werden würde und ein anderer Teil nach dem Modus der Ersatzstimme. Ist das vereinbar mit dem Gleichheitsgrundsatz? Zumindest würde ich diese Frage stellen, weil wenn wir da verfassungsrechtlich ein Problem bekommen, gut, will ich nicht weiter ausführen. Das Zweite spielt in der letzten Sitzung schon eine Rolle. Ich will das mit den Grundmandats nicht aus eigener Betroffenheit oder vielleicht auch deshalb mit den Grundmandaten noch mal erfragen, wie denn das also auch für den zweiten Fall der Ersatzstimme, wie denn das geregelt sein soll, wie denn das geregelt wird. Also Wegfall kann ich mir jetzt schwerlich vorstellen, aber ich würde das gerne von den Autoren wissen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, ich rufe mal die Sachverständigen auf, so wie ich die Namen mir mal aufgeschrieben habe, beziehungsweise sie sich gemeldet haben. Aber weitere Meldungen sind natürlich weiter möglich. Dann hätte ich jetzt zunächst Herrn Professor Behnke, danach Herrn Professor Šešek. Herr Behnke. Ja, danke. Das waren jetzt natürlich auch nicht ganz wenige Fragen, aber ich versuche mal, die wesentlichen oder sie doch halbwegs zu beantworten. Die ersten Fragen von Herrn Hartmann und dann auch von Herrn Kuhle bezogen sich ja auf die Grabenwahlsystem oder auch von Herrn Steffenthal, was nochmal. Die Effekte, um es nochmal vielleicht auf ganz kurz zusammenzufassen, sind natürlich eine extreme Verzerrung gegenüber dem, was wir normalerweise mit dem Proporz bekommen würden. Das liegt in der Natur der Sache. Wenn Sie nur einen Teil nach Proporz verteilen und den anderen nach dem Mehrheitsprinzip oder nach der Mehrheitswahl genauer genommen und in dem Fall nochmal speziell wahrscheinlich erstmal nach der relativen Mehrheitswahl, dann haben Sie natürlich nur noch den Proporz verringert, abbildungsmäßig in dem Verhältnis, in dem jetzt der Teil eben den der Teil darstellt, der jetzt nach dem Verhältniswahlsystem vergeben wird. Für die kleinen Parteien, die an der Mehrheitswahl überhaupt nicht teilnehmen, heißt das natürlich, dass ihr Anteil der Sitze sich genau in diesem Verhältnis reduzieren wird. Was nichts anderes bedeutet, als dass für 50 bis 70% der Wähler gilt, dass die genau dann nur noch in diesem Teil überhaupt einen Einfluss ausüben können auf die Verteilung von Mandaten. 50 bis 70% deswegen, das hängt natürlich davon ab, wer ist an den Direktmandaten beteiligt. Im Prinzip gibt es genau diese Situation, die wir jetzt haben, dass es eventuell zwei Parteien sind, die sich das relativ gleichmäßig aufteilen. Also CDU, CSU nehme ich immer als eine Partei, weil die ja nirgends in den Bundesländern miteinander konkurrieren, jetzt für die Modellannahmen. Und die SPD, wenn wir natürlich Situationen haben wie eher 2017, wo es eben sehr, sehr einseitig zugunsten der Union aussieht, dann ist es eher so, dass wir nur noch 30% der Wähler haben, die tatsächlich bei der Mehrheitswahl eine Rolle spielen und dort zu Direktmandaten führen. Das heißt, 70% der Wähler gewinnen dann nur sozusagen ihre oder würgen nur an der Gewinnung von Mandaten aufgrund der Verhältniswahl mit. Was eben genau das bedeutet, sie würden dann bei 70% der Wählern ihren Einfluss auf das Wahlergebnis halbieren. Ja, bei 30% würde er verdoppelt tendenziell. Sogar mehr als verdoppelt genau genommen. Das ist natürlich schon massive Verschiebungen, die es gibt. Das lässt sich auch nicht damit korrigieren, was jetzt in diesem Vorschlag der drei Sachverständigen stand, in diesem Thesenpapier und was der Herr Ebeling letztes Mal ja auch schon angesprochen hat. Das lässt sich nicht dadurch korrigieren, dass Sie sagen, Sie könnten ja den Anteil dann, der nach Verhältniswahl geregelt wird, eben erhöhen von vielleicht 50% auf zum Beispiel 5/8, wie eben bei dem Rosatellum in Italien, eventuell auch andere Größenordnungen. Was Sie damit erreichen, ist ja nur eine Dämpfung des Effekts. Ja? Aber das heißt, die Balance stellen Sie natürlich niemals dar, weil die Balance entsteht durch die totale Asymmetrie in diesen zwei Teilbereichen und die existiert unabhängig davon, wie groß Sie die Anteile machen, weil der eine Teilbereich immer vollkommen asymmetrisch im Verhältnis zum anderen ist. Sie dämpfen nur diesen Effekt. Und das hatte ich ja auch in meinem Paper ausgeführt, nebenbei bemerkt, wenn Sie das so versuchen zu reduzieren oder zu dämpfen, indem Sie wie beim Rosatellum den Anteil der Verhältniswahl eben auf 5/8 hochsetzen und 3/8 der Mandate nur noch nach Direktmandat vergeben, dann wären Sie bei 225 Direktmandaten und 375, die nach Verhältniswahl gegeben werden. Das ist eine extreme Anzahl der Reduktion von Wahlkreisen, was ich bisher immer eher so empfunden habe, dass Sie da nicht besonders begeistert sind von diesen Vorschlägen, die ja auch schon in anderen Kontexten gemacht worden sind. Wenn Sie bereit wären, die Wahlkreise auf 225 zu reduzieren, dann könnten wir beim jetzigen Wahlsystem bleiben und hätten vermutlich so gut wie keine Probleme mehr.
Ja, weil mit 225 Wahlkreisen gäbe es fast keine Übergangsmandate. Das heißt, wir würden nach dem Modell zum Beispiel, wenn wir gleichzeitig den Verrechnung mit Listenmandaten zulassen, würden wir sogar direkt bei 598 rauskommen. Und ansonsten hätten wir nur minimale Vergrößerungen im Bereich von 10, 20, 30 Mandaten. Das heißt, also, was ich nicht verstehe, ist sozusagen, wenn Sie sagen, das ist doch ein Vorschlag, mit dem wir die Vorbehalte gegen die Grabenwahl reduzieren können, aber damit reduzieren wir die Anzahl auf Wahlkreise, aber genau mit dieser Anzahl von Reduktion von Wahlkreisen gäbe es dieses ganze Problem, über das wir die ganze Zeit reden, gar nicht mehr. Die Frage von Herrn Steffen ging dann, klar, das ist eine Betonung von Mehrheitseffekten, die wir mit dem Grabenwahlsystem haben. Deswegen habe ich das letzte Mal, vielleicht auch etwas ungenau, der Herr Hefling hat mich da vollkommen zu Recht korrigiert, von mehrheitsbildenden oder mehrheitsformenden Systemen gesprochen. Grabenwahlsystem oder Mehrheitswahlsystem ist eine Form. Es gibt natürlich auch Systeme, die einfach einen Mehrheitsbonus zum Beispiel vergeben, das italienische davor, darüber hat man ja gesprochen. Die haben natürlich alle denselben Zweck. Das ist natürlich insofern problematisch, weil es nicht nur bedeutet, dass wir Mehrheiten, die schon bestehen, vergrößern werden, sondern natürlich jedes Mal, wenn wir eine Mehrheit neu entstehen haben, zerstören wir andere Mehrheiten, die es davor gegeben hat. Wenn Sie von einem, sagen wir mal jetzt, Sechs-Parteien-System ausgehen, also wie gesagt, CDU, CSU als eines, dann haben Sie 2 hoch 6 minus 1, also 63 verschiedene Koalitionsbildungsmöglichkeiten. Ja, also praktisch von einer Koalition, die eventuell ausreichende Mehrheit zu bilden, bis zu einer Allparteienkoalition, was jetzt nicht so wahrscheinlich ist. Aber das sind 63 Möglichkeiten. Realistisch davon sind wahrscheinlich vielleicht 10 bis 15, 20 irgendwas in der Größenordnung. Das heißt, Sie können sich sehr, sehr leicht vorstellen, mit nur minimalen Verschiebungen von den Verhältnissen, die eine Partei bekommt, kriegen Sie ganz andere Kombinationen, die jetzt möglich sind, um eine Mehrheit zu bilden. Und Sie zerstören mit jeder neuen Koalition, die eine Mehrheit jetzt erreicht, immer eine andere Koalition, die es davor gegeben hätte, die jetzt keine Mehrheit mehr erreicht. Also das heißt, wir reden eben nicht nur von Verstärkungseffekten, sondern wir reden natürlich definitiv von Umkehrungseffekten. Ich habe in einem anderen Paper, da ging es eben um unausgeglichene Übergangsmandate, nachgewiesen, dass Sie wirklich im Bereich von 3, 5, 7 unausgeglichenen Übergangsmandaten schon im 10%-Bereich und mehr Umkehrung von Mehrheitsverhältnissen haben aufgrund unserer politischen Verhältnisse. Wenn Sie ein Grabenwahlsystem haben, wird es natürlich noch mal deutlich häufiger werden. Logischerweise, weil der Effekt noch mal viel, viel stärker ist. Ich gehe jetzt auch gleich, weil wir am Grabenwahlsystem sind, auf die Frage der politischen Wirkung ein von Herrn Kuhle. Ich meine, das hatten wir ja schon gesagt, das wird auf jeden Fall Mehrheiten bilden und natürlich zum Vorteil ganz bestimmter Parteien. Und wenn ich den Herrn Kuhle recht verstanden habe, gehe ich ein bisschen auf den Gesichtspunkt ein, den ich ja angesprochen habe, von wegen Gleichbehandlung. Und das verstehe ich natürlich immer mit Gerechtigkeit und Fairness. Sollten wir also über Vorschläge diskutieren, die würde ich alle gleich behandeln, allen gleichen Vorteile oder allen die gleichen Opfer auferlegen. Wir reden ja davon, dass wir eine Verkleinerung des Bundestags erreichen wollen. Von 736 auf 598, also eine Reduktion ungefähr knapp 20%. Und wenn Sie in Gerechtigkeitstheorie also unterwegs wären oder sich damit beschäftigen würden, was bei mir eben tatsächlich ein Hauptteil ist, dann würden wir natürlich immer intuitiv sagen, und das ist auch genau das, was in jedem Experiment quasi 90% der Befragten sagen würden, wenn wir Opfer zu bringen haben, sollen die gleich aufgeteilt werden. Es soll jeder zum gleichen Anteil herangezogen werden, möglicherweise proportional zu einer bestimmten Leistungsfähigkeit, das kennen wir ja aus dem Steuersystem etc. Aber das Gleichheitsgrundsatz, der gilt hier immer. Und dann ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt insgesamt 140 Mandate abgeben sollen, wie sollten wir das verteilen auf eben 6, 7 Parteien? Und die intuitive Antworten, die würden alle in so einem Experiment geben, oder nicht alle, aber 90%, das glaube ich, kann ich sogar relativ garantieren, würde sagen, ja gut, jeder im Verhältnis zu dem, was er hat, oder jeder sollte den gleichen Anteil abgeben. Das wäre genau diese Art von Gleichheitsgrundsatz, der hier realisiert würde. Das ist genau der Vorschlag von der Ampel. Das sind auch andere Vorschläge natürlich, die grundsätzlich die Verhältniswahl beibehalten wollen und auf 598 kommen würden, die würden ja immer alle dafür sorgen, dass alle genau den gleichen Anteil verlieren müssten. Der Vorschlag mit dem Grabenwahlsystem bedeutet eben, es gibt
wesentlich Verlierer, nämlich je nachdem 5 oder vielleicht auch nur 4. Und es gibt 2 Gewinner im Wesentlichen, also CDU und CSU. Und bei der SPD ist es nicht ganz klar, die könnte zumindest nicht allzu sehr verlieren oder könnte auch ganz, ganz leicht absolut zulegen. Aber alle anderen Parteien, und das wäre, wie gesagt, die absolute Mehrheit an Stimmen, die dahinter stünden, die würden verlieren. Finden wir sowas problematisch? Naja, wenn wir so ein Experiment machen würden, mit Sicherheit. Und wir finden es natürlich auch problematisch, wenn es in der Wirklichkeit stattfindet. Also der Klassiker ist natürlich Frankreich. Frankreich hat zwischen 1789 und jetzt, ich glaube, so 19 Wahlreformen durchgeführt. Also manche bezeichnen, das ist das liebste Hobby von französischen Politikern inzwischen. Und die stehen natürlich unter dem permanenten Generalverdacht, dass sie unter strategischen Motiven, um sich selber Machtvorteile zu verschaffen, eingeführt werden. Also Mitterrand hat mal die Verhältniswahl wieder eingeführt, als er glaubte, das wäre jetzt früher ihnen von Vorteil, dann ist sie wieder abgeschafft worden. In Italien eben dieses Mehrheitswahlsystem oder dieses Mehrheitsbonussystem gab es auch früher schon in anderen Formen. Das ist 1953 in der speziellen Form zum Beispiel als Lege Truffa in Italien in die Geschichte eingegangen, als sogenanntes Schwindelgesetz. Das heißt, das wird als problematisch wahrgenommen. Und zwar nicht nur wahrscheinlich von den Parteien, die verlieren. Es wird natürlich definitiv problematisch wahrgenommen von den Wählern, die diese Parteien wählen. Und es wird wahrscheinlich sogar von einem ganz, ganz großen Teil der Wähler als problematisch angesehen, die die Parteien wählen, die sogar einen Vorteil davon hätten, weil sie davon ausgehen würden, dass es ein ungerechtfertigter Vorteil wäre. Also wenn wir von Politikverdrossenheit sprechen, und das ist ja ein Punkt, den Sie angesprochen haben in diesem Thesenpapier, dass das ein System sein könnte, was der Politikverdrossenheit entgegenwirkt, dann möchte ich vielleicht ganz kurz das sagen. Augenblick. Wie wir Politikverdrossenheit unter anderem messen in der Politikwissenschaft. Ein ganz wichtiger Aspekt ist die sogenannte Efficacy, das heißt die Wirksamkeit. Das heißt, also in welchem Ausmaß glauben die Wähler, dass sie Einfluss ausüben auf die Politik? Und wenn das natürlich extrem zurückgeht, dann glauben wir, dass wir eine Krise haben. Und wenn Sie jetzt ein Wahlsystem vorschlagen, bei dem 70% der Wähler möglicherweise feststellen, dass der Einfluss ihrer Stimme auf das Wahlergebnis halbiert wird, dann kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie Sie auf die Idee kommen, ehrlich gesagt, zu glauben, dass man damit Politikverdrossenheit mindern könnte. Ja? Weil das werden die Wähler, glaube ich, doch zum großen Teil ganz anders wahrnehmen. Vielleicht jetzt nur noch zu diesen Fragen zu Unabhängigkeiten, zu den unabhängigen Kandidaten und Grundmandatsklausel bei dem Ersatzstimmensystem, was ja auch angesprochen worden ist. Die unabhängigen Kandidaten, glaube ich, müsste man natürlich grundsätzlich schon immer auch erstmal überlegen, was die Rechtfertigung für sie ist. Ich weiß, es gibt dieses Verfassungsgerichtsurteil oder nicht Urteil, aber diese entsprechenden Sätze dazu, dass die Kandidatur nicht nur ausschließlich über die Parteien laufen sollen. Ich glaube aber, dass das sehr, sehr stark an dem bestehenden System der personalisierten Verhältniswahl geknüpft ist. Und das ist natürlich klar, wenn Sie ein System wie das aktuelle haben, bei dem es eine unabhängige Legitimation des Kandidaten im Wahlkreis durch das Wahlkreisergebnis allein gibt, dann gibt es natürlich keinen Grund zu sagen, warum das nicht jemand genauso gewinnen können sollte, der jetzt nicht für eine Partei antritt, sondern als Einzelperson. Wenn Sie von vornherein ein vollkommen anderes System haben, also zum Beispiel ein reines Verhältniswahlsystem, und das ist ja auch eines der Systeme, was das Verfassungsgericht durchaus offensichtlich als unproblematisch betrachten würde, dann stellt sich diese Frage so wahrscheinlich nicht. Und ob Sie unter diesen Aspekten dann im gleichen Maße unabhängige Kandidaturen überhaupt ermöglichen müssten, da wäre ich mir nicht so sicher. Bayern zum Beispiel sieht das nicht vor, Herr Hoffmann, das wissen Sie ja. Wenn wir sie aber beibehalten wollen, aus bestimmten Gründen, dass wir sagen, wir möchten diese Möglichkeit aufrechterhalten, dann gäbe es natürlich auch eine Lösung dafür. Das könnte man also durchaus integrieren. Muss man sich eins klar machen, wir haben natürlich momentan ein Problem mit der nicht Zweitstimmendeckung von Mandaten, wir haben ein Problem mit der Erststimmendeckung von Direktmandaten. Es gibt ja immer dieses Klischee, dass die Direktmandate viel besser legitimiert sind, weil sie einen direkten Wählerzuspruch haben. Und im Bundestag in diversen Debatten ist dann gesagt worden, also ich oder na, wir sind gewählt worden von 35% der Wähler in meinem Wahlkreis. Sie sind Vertreter einer Partei, die 7% hat. Und dann können Sie mir nicht sagen, so nach dem Motto, wer da besser legitimiert ist. Das ist ein etwas dramatisches Missverständnis, muss man sagen, weil tatsächlich sind die Mandate, die durch Zweitstimmen entdeckt werden, gedeckt werden, also die Listenmandate, sind durch mehr Stimmen
gedeckt als die Direktmandate. Ja, sie gewinnen ein Direktmandat im Schnitt ungefähr mit 51.000 Stimmen bei der letzten Wahl. Für ein Listenmandat mussten sie 71.000 Stimmen bezahlen. Das heißt, die Direktmandate sind tatsächlich nur durch 3/4 der Stimmen gedeckt, die normalerweise für ein Listenmandat gezahlt werden. Das ist kein Problem, solange Sie dann den Verhältnisausgleich herstellen. Wenn Sie überschüssige Überhangmandate haben, zum Beispiel jetzt auch, die unausgeglichen bleiben, dann ist es tatsächlich so, diese 3 unausgeglichenen Überhangmandate oder überhaupt unausgeglichene Überhangmandate sind nicht nur zusätzliche Mandate, die nicht grundsätzlich durch 2 Stimmen gedeckt sind, sondern die Anzahl der Stimmen, der Erststimmen, durch die sie gedeckt sind, durch die sie das Direktmandat gewonnen haben, sind deutlich weniger, also wie gesagt, um 25 bis 30% weniger als die Anzahl der Stimmen, die jemand für ein Listenmandat bezahlen musste. Also es geht nicht nur darum, dass die nicht gedeckt sind, sondern sie sind auch grundsätzlich wesentlich schlechter legitimiert im Sinne der Stimmenzahl zumindest. Was hat das jetzt damit zu tun mit den unabhängigen Kandidaten? Ich darf vielleicht mal kurz darauf hinweisen, dass wir schon fast bei 15 Minuten sind. Klar, ich bin sofort fertig. Das hat zur Folge, dass wenn Sie, Sie wissen, 2002 ist diese Regelungslücke abgeschafft worden, dass zum Beispiel Gewinner eines Direktmandats, also eines Unabhängigen, dürfen die Zweitstimmen, also eines unabhängigen Kandidaten werden die Zweitstimmen nicht verrechnet. Die Stimmzettel werden einfach nicht mit berücksichtigt und genauso die Zweitstimmen von Kandidaten, die für eine Partei angetreten sind, die dann nachher nicht, Entschuldigung, die Zweitstimmen von den Kandidaten, die erfolgreich ihren Wahlkreis gewonnen haben, aber für eine Partei angetreten sind, die dann 5% Hürde gescheitert ist. Tatsächlich ist das Problem, dass diese Stimmen oder dass wir eigentlich da zu wenig Stimmen abrechnen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir müssten auch dort, wenn wir das Prinzip der Zweitstimmungdeckung ernst nehmen, natürlich dort übertragen. Das heißt, wir könnten sagen, wir lassen weiterhin unabhängige Kandidaten zu. Das sind diejenigen, die die höchste Stimmzahl an Erststimmen im Wahlkreis bekommen haben. Aber die Stimmenzahl der Erststimmen muss der Stimmenzahl entsprechen, mit der sie normalerweise auch ein Zweitstimmmandat gewinnen. Und damit hätten Sie zum Beispiel das Problem dieser letztendlich Unverhältnismäßigkeit einerseits beseitigt, weil ansonsten, ehrlich gesagt, könnte natürlich rein theoretisch die CSU schlichtweg vorhaben, mit ihren ganzen Direktkandidaten einfach ohne Parteien anzutreten als persönliche unabhängige Kandidaten und würden dann sozusagen mit 75% der Stimmen sozusagen die 100%ige Anzahl der Sitze bekommen. Das wäre natürlich eine klassische letztendlich Missbrauchsmöglichkeit, die auch theoretisch jetzt schon existieren würde teilweise durch die unausgeglichenen Übermandate. Aber natürlich, um das systematisch zu entfernen, müsste man eben eine Regel, wie ich sie gerade skizziert habe, einführen. Okay, jetzt bin ich auch am Ende. So, ja, also die Uhr, darf ich noch mal darauf hinweisen, läuft mit. Wir haben jetzt keine Kontingente irgendwie festgelegt, aber ich bitte doch darum, dass man da mal auch einen Blick drauf wirft. Als nächstes kommt Herr Professor Šešek dran, gefolgt von Frau Professorin Schmal. Gut, ja, herzlichen Dank. Ich werde vermutlich auch ins Zeitproblem hineingeraten, weil doch viele grundlegende Dinge angesprochen waren. Aber ich schaue mal, wie weit ich komme. Die erste Frage kam von Herrn Hartmann, der sich für die Stichwahl in NRW interessierte. Und da fragte, wie das Ganze abläuft, was deswegen interessant ist, weil zum einen ich aus NRW komme, deswegen mit der Bürgermeisterwahl der Stichwahl, man konnte das sehr gut verfolgen, wie es auch jetzt in der Realität funktioniert. Zum Zweiten auf Frankreich verwiesen haben. Das ist auch ein ganz interessanter Fall. Zu den Details komme ich gleich. Die Stichwahl wird in Nordrhein-Westfalen tatsächlich mittlerweile durchgeführt, weil der Verfassungsgerichtshof ja mit Mehrheit entschieden hat, dass die Rücknahme unzulässig ist. Dementsprechend ist es jetzt geltendes Recht. Und der Effekt ist ganz interessant. Tatsächlich ist es so, dass bei der Wahlbeteiligung der Effekt annähernd gleich ist wie bei der ersten Wahl. Es gibt ein leichtes Absacken, was verwundert ist. Man wird sich ja denken, jetzt geht es um die Wurst, man hat knappe Wahlkreise, sonst kommt es nicht zu der Wahl. Aber 50% ist relativ hoch und dann nach der Wahl kurze Zeit später nochmal die Bürger zu motivieren, scheint auch eher einige dann sozusagen zu erschöpfen. In der Sache muss man aber sagen, dass die Erwartung, dass die Wahlbeteiligung in der Summe deutlich geringer ist, das hat sich so tatsächlich im Einzelnen nicht bewahrheitet. Es gibt ein gewisses Absacken. Und normativ gesehen dürfte es aber kein Problem sein, weil wir auch sonst nicht darauf hinschauen und sagen, dass derjenige, der eben mit einer geringen Wahlbeteiligung im Ergebnis nur den
das Mandat bekommen hat, in der Legitimation problematisch sei, sondern das obliegt dann eben dem Wähler. Das muss er selber entscheiden. Das ist die Freiheit des Wählers. In der Sache ist ganz interessant, dass tatsächlich die Erwartungen, die man so hat, na ja, gut, da werden sich dann die traditionellen Lager vielleicht durchsetzen, die großen Parteien werden vielleicht begünstigt. Das ist tatsächlich nicht eingetreten. Gerade bei der letzten Wahl hat man gesehen, dass auch gerade die kleineren oder mittelgroßen Parteien, vor allem die Grünen, sich jetzt ganz stark da durchgesetzt haben bei den Bürgermeisterwahlen und einige Stellungen haben gewinnen können hier in den Städten und dementsprechend davon ganz klar profitiert haben. Und da sieht man deutlich, dass auch unter noch großen Parteien mit einem aufbrechenden Parteienspektrum die Annahme, dass bestimmte Parteien begünstigt werden, vor allem die großen, so tatsächlich nicht zu halten ist. Und die klassische Lagerbildung, na, wenn ich nicht meinen CDU- oder FDP-Kandidaten haben kann, mache ich es umgekehrt, SPD-Grüne auch Austauschverhältnis, dass diese Annahmen so nicht mehr stimmen, zumindest was Nordrhein-Westfalen angeht. Nicht? Und das ist ja von der Struktur ein Land, was schon im Median so ein bisschen liegt der Bundesrepublik. Das heißt, der Gedanke ist im Prinzip übertragbar. Die Konsequenzen muss ich gleich noch was zu sagen. Frankreich sehr interessant, weil das widerlegt auch ein bisschen das, was man der Mehrheitswahl vorwirft. Nach dem Motto, die Mehrheitswahl begünstigt die großen Parteien, stabilisiert sie. Wenn das stimmte, müsste Herr Macron jetzt glücklich sein. Ist er aber nicht, weil genau der Effekt doch nicht eingetreten ist. Man hat gesehen, dass auch unter einem Mehrheitswahlsystem Wechselstimmung sich bilden und durchsetzen kann in der Tat. Und deswegen, was immer vorgetragen wird, Mehrheitswahl sei stabilisieren zugunsten der Großen und so weiter und so fort, mag in der Retrospektive in Teilen gestimmt haben, bildet aber offenbar nicht mehr die Realität ab. Insbesondere auch dann nicht, wenn wir aufbrechende Parteienloyalitäten haben, wie die Stichwahl in NRW zeigt. Das heißt, tatsächlich ist das, was da rückblickend gesagt wird, in der Realität im Moment nicht mehr ganz zu sehen. Interessant ist ja auch, dass die Literatur, die angeführt wurde von der Behnke dazu, aus den 2000er, 2009, 2010 kommt. Dann bricht es ab. Neuere Zahlen, neuere Bewertungen sind eben nicht da. Aber der Tendenz, die Tendenzwirkungen sind eben klar. Das kann man an den Dingern sehen. Nein, da hat sich einiges verschoben. Deswegen die Vorwürfe zur Mehrheitswahl, glaube ich, die muss man deutlich relativieren an der Stelle. Herr Heveling hatte gefragt, zum einen, ich fange mit der zweiten Frage an, wenn sie einfacher ist, wie es denn mit denjenigen Bewerbern aussieht, die nicht auf einer Liste sind, sozusagen zu einer Partei angehören oder vielleicht nicht mehr, aber eben nicht auf einer Liste gehören oder eben noch zugespitzter die Einzelbewerber sind. Relativ klar, die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung wurde schon angeschlossen, es darf kein Monopol der Parteien geben bei der Nominierung, für die muss eine Lösung gefunden werden. Und zwar dann, wenn sie im Ergebnis nur auf die Zweitstimmen abstellen, also im Ampelmodell. Die müssen Sie hineinbekommen ins System, sonst haben Sie da ein Problem. Die zweite Frage war dann die, ist es überhaupt mit dem Stimmverhalten der Aussicht auf den relativen Mehrheitsverhältnissen? Das ist der Punkt, da muss ich jetzt doch dann mit Verlaub ein klein wenig näher auf das Papier von Herrn Behnke eingehen, weil ich glaube, das sind drei Aspekte, die lohnt sich zu thematisieren und die hat er auch selber angesprochen. Deswegen glaube ich, dass ich da kein ganz grobes Unrecht tue. Das eine Problem ist, wenn man jetzt hochrechnet und überlegt und überträgt, vor allem mit den Zahlen von 2021, dann kommt man in Spannungsverhältnis zu dem, was auch selber er ausgeführt hat, nämlich daran, dass die Wähler immer auf das Wahlsystem ein Stück weit reagieren. Und das wird natürlich hier ausgeblendet. Sie weisen das aus, vollkommen in Ordnung, ist ein größerer Unsicherheitsfaktor. In anderen Sitzungen haben wir darüber gesprochen, das heißt, da muss man drüber sprechen. Das zweite Problem ist, da liegen wir anscheinend fundamental auseinander. Sie gehen davon aus, dass alles, was nicht das bundesweite Proporzverhältnis abbildet, eine Verzerrung ist und eher negativ da ist. Mit Verlaub, ich mag das Mehrheitssystem in den Wahlkreisen, ich kann es nicht teilen. Und rechtlich gibt es auch keinen Grund, die Perspektive einzunehmen. Verfassungsrechtlich sind beide gleichwertig. Also auch da sozusagen fundamentaler Dissens hier an dieser Stelle. Und drittens ist dann das Problem, dass die beiden Dinge, die in dem Papier angeboten wurden, dass man also den Graben, genauer gesagt die Aufteilung der beiden Stimmen nicht mittig macht, sondern verschiebt und die Stichwahl, die sind bei ihren Darlegungen überhaupt nicht groß berücksichtigt worden. Die konnten sie auch nicht berücksichtigen. Das ist klar, das ist eben noch viel schwerer zu modellieren, das ist kaum möglich. Aber dass die Auswirkungen haben in die Richtung, dass die Effekte eben nicht so stark auftreten, das ist, glaube ich, auch relativ klar. Wenn man damit hinzunimmt, wie gesagt, der Verweis auf Frankreich, die aktuelle Wahl, dass eben das Mehrheitswahl nicht diesen Effekt hat, glaube ich, kann man sagen, dass zumindest eine deutliche Rücknahme dieser ja kritisch bewerteten Effekte im Ergebnis eben haben könnte da. Herr Steffen hatte gefragt, ob ich ein Rebranding betrieben habe. Das kann sein, aber ich habe mich eigentlich bemüht, bewusst in der letzten Sitzung immer konsequent vom echten Zweistimmenwahlrecht schon zu reden. Es waren einige, die es anders gemacht haben, aber ich glaube, ich habe den Begriff da eigentlich schon ständig benutzt, auch ein bisschen mit Absicht natürlich, weil Graben kann negativ klingen und spaltend. Das soll es aber nicht sein. Deswegen glaube ich, habe ich kein Rebranding betrieben.
Vorbehalte kamen ja vor Ihnen so ein bisschen auch vor asiatischer Erfahrung mit dem Gräben. Hätte man, wenn Sie asymmetrisch sind, schlechte Erfahrungen gemacht, das würde zu Problemen führen. Ich bin kein Hanseat, komme vom Niederrhein, da gibt es aber auch Gräben. Und wir achten immer auf die Funktionalität der Gräben. Und wenn der Graben nicht ganz in der Mitte ist, ist das wunderbar, wenn die Grundstücke trotzdem gleichmäßig entwässert werden, wenn im Ergebnis der Wahlwille einigermaßen der Wähler abgebildet wird, eben wenn man ein bisschen entgegenkommt und den Mehrheitseffekte negativ herausnimmt. Das so zur Frage der Begrifflichkeit. Dann kam die Frage der Grundmandatsklausel. Das ist tatsächlich ein Problem, das ist ein bisschen intellektueller Nussknacker. Weil im Prinzip hat das Bundesverfassungsgericht ja diese Mandatsklausel bestätigt. Hat gesagt, ja, die ist literaturstarker Kritik ausgesetzt. Ich bin auch nicht der größte Freund, erkenne aber an, das Bundesverfassungsgericht sagt, die ist verfassungsgemäß. Das muss man als Datum nehmen. Wenn Sie die in die Ausgestaltung reinnehmen, glaube ich, gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, man nimmt die Perspektive des Ampelvorschlags ein und schaut auf die formale Legitimation. Sagt jeder, der im Ergebnis aus dem Wahlkreis als Sieger hervorgeht, ist der mit der lokalen Anbindung, hat die Stimmenmehrheit. Dann könnten Sie auch jeden nehmen, auch den aus der zweiten oder dritten, aus der vierten Reihe im Ergebnis. Der wäre sozusagen in der Konsequenz in die Grundmandatsklausel in diese Regelung hineinzunehmen, zu berücksichtigen. Alternativ wäre die Perspektive, die eher die traditionelle Sicht des Wahlkreises ist, dass es darauf ankommt, wer hat denn die Mehrheit bekommen und nicht der zweite, dritte oder vierte, die materiale Sicht, dann hätten Sie Probleme mit den Kandidaten, die hinterher nachrücken. Die haben dann eine schwächere Legitimität, sage ich bloß nicht Legitimation, sondern als ein Rechtsbegriff Legitimität, und die wären problematisch. Das sind die beiden Ansätze, die Sie fahren. Wenn Sie formal fahren, müssten Sie bei eins bleiben in der Konsequenz, bei zwei haben Sie einen leichten Bruch zum Modell drin. Aber das müssten auch dann die Autoren des Ampelmodells dann besser beurteilen können. Aber das sind die beiden Perspektiven. Ist eine schwierige Frage, habe ich noch nicht ganz zu Ende gedacht an der Stelle, bin ich mir nicht ganz sicher, wie man es machen kann. Dann war die Frage gestellt, genau, wie ist es denn mit diesen Kandidaten, eben die Gefahr, dass eben tatsächlich dann nicht der Zweitplatzierte unbedingt zum Zuge kommt im Wahlkreis, weil er eventuell auch nicht mit Stimme letztendlich dann gedeckt ist, sondern der Dritte oder Vierte zum Zuge kommen muss, um dann letztendlich den Wahlkreis zu besetzen. Dann haben wir genau den Effekt, dass dann derjenige nachher den Wahlkreis bekommt, der eben doch sehr, sehr, sehr wenige Wähler hat. Und wenn ich das recht sehe, hat der Frieh in seinem FAZ-Beitrag, der vor knapp zwei Wochen erschienen ist, oder drei Wochen, eine Konstellation schon beschrieben, dass tatsächlich schon der Zweitplatzierte von der kleinsten und schwächsten Partei einer Stimme sozusagen kommen könne, bei klassischem Lagerdenken. Und die Gefahr steigt hier natürlich extrem, dass Sie jemanden haben, der einfach sehr wenige Stimmen hat, letztendlich dann hier an der Stelle. Und dann ist irgendwann die Frage, gehen Sie das Risiko ein, zu kappen mit dem verfassungsrechtlichen Problem, oder nehmen Sie den, haben aber das Problem natürlich, dass der immer noch dann einer ist, der nicht die richtige Mehrheit hat und dann relativ schwach abfällt. Das ist die Frage, die man sich da an der Stelle eben stellen muss. Herr Glaser hatte noch gefragt, ich glaube, zu den Erststimmen habe ich was gesagt, auch zu den Ersatzstimmen, zur Ersatzstimmenproblematik. Im Übrigen mit der Entscheidung 146 haben wir letztes Jahr ausführlich gesagt, dass das Bundesverfassungsgericht auch eine Reihe anderer Probleme noch eben sieht, Allgemeinheit, Gleichheit, Vorhersehbarkeit. Und das zentrale Problem hat Frau Wawczyniak noch mal herausgearbeitet, nämlich die Frage der Wahlrechtsgleichheit. Das Argument, was kommen könnte von Ihrer Perspektive, wäre dann möglicherweise zu sagen, das ist nicht dramatisch, weil jeder Bewerber, der hineinkommt, muss ja durch Zweitstimme gedeckt sein. Deswegen ja auch der Paradigmenwechsel. Jeder muss durch Zweitstimmenergebnis gedeckt sein. Deswegen stellen Sie um in der Sache auf ein Verhältniswahlrecht und dann gelten andere Gleichheitsmaßstäbe. Den personalen Effekt halten Sie aber weiterhin für wichtig, weil der die Person auswählen soll, die das Wahlkreismandat bekommt. Das heißt, die Gleichheitsproblematik bleibt. Und deutlich wird sie, wenn Sie mal die Perspektive des Wahlbewerbers einnehmen. Dem Bürger können Sie sagen, eigentlich zählt eine Zweitstimme. Die wird verwertet, ist in Ordnung. Dem Kandidaten, der immerhin die passive Wahlrechtsgleichheit auf seiner Seite hat, dem können Sie das nicht sagen. Das heißt, der hat eine deutlich unterschiedliche Position und fällt dann möglicherweise benachteiligt hinten runter. Ich glaube, das macht das Problem hier tatsächlich deutlich. Herr Kuhle, der Paradigmenwechsel, offen gesagt, ja, beide Modelle verändern in gewisser Weise so ein bisschen das Verhältnis, wie wir es bisher eben haben, ganz klar. Der Ampelvorschlag, glaube ich, ist schon ein Paradigmenwechsel, weil er im Ergebnis dazu führt, dass nur Mandate vergeben werden für Mandatsträger, die mit Zweitstimmen gedeckt sind. Und so wie es bislang geschrieben ist, ohne jede Ausnahme. Das ist tatsächlich ein Paradigmenwechsel, weil bisher ist es so, jeder, der einen Wahlkreis gewinnt, kommt hinein, auch dann, wenn er nicht durch Zweitstimmen gedeckt ist. Überhang und Ausgleich, kann man darüber reden, kommt nach. Aber diese Grundregel wird tatsächlich verändert. Und deswegen, glaube ich, ist es ein Paradigmenwechsel. Und die Größenordnung ist im Ergebnis schon, hat eine gewisse Relevanz. 34, 35, Herr Puckelsheim hat es im Papier auch drin gehabt. Das heißt, wir reden schon über erheblichere Größenordnung an der Stelle.
Die Idee des echten Zwei-Stimmen-Wahlrechts ist auch ein gewisser Wechsel tatsächlich. Der löst das System, wie es bisher ist, geht ein Stück weit mehr eben auf die Mehrheitswahl zu, in der Hoffnung, damit mehr Aktivität und mehr Akzeptanz zu erzielen, geht ein bisschen in die andere Richtung. Was der größere Paradigmenwechsel ist, mag jeder für sich beurteilen. Ich glaube, die Perspektive bleibt nur unterschiedlich. Aber beide entfernen sich aus der bisherigen Situation eben, um die Probleme zu lösen, die sich da aufgetan haben. Und ich glaube, Herr Bartsch, die habe ich schon beantwortet, die beiden Perspektiven, Fragen, die Sie aufgeworfen haben. Dankeschön. Vielen Dank. Dann darf ich Sie auch noch mal herzlich begrüßen. Wir hatten zu tun im Geschäftsordnungsausschuss. Bitte meine Verspätung zu entschuldigen. Ich bedanke mich bei Nina Wagen für die hervorragende Sitzungsleitung und darf das Wort an Frau Professorin Schmal übergeben, die von Ansgar Heveling Fragen gestellt bekommen hat. Ja, vielen Dank. Es geht darum, dass ich vielleicht mal eine Lanze brechen möchte für das Mehrheitsprinzip, was ja doch ein typisches demokratisches Prinzip ist. Denn letztlich ist demokratische Herrschaft eine Mehrheitsherrschaft. Und Kernelement des Demokratieprinzips sind eben Mehrheitsentscheidungen und Minderheitenschutz. Und da in einer freiheitlichen Demokratie es eben ausgeschlossen ist oder nahezu ausgeschlossen ist, dass man einstimmige Wahlergebnisse bekommt, gilt eben das Mehrheitsprinzip. Und es basiert nämlich auf der Erwägung, dass ein Wahlvorschlag mit breiterer Zustimmung vom Volk eben höher legitimiert ist als ein Wahlvorschlag mit niedrigerer Zustimmung. Und das führt mich jetzt auch zu den aus meiner Sicht Nachteilen des Kappungssystems oder des Ampelvorschlags und den Vorzügen des Zwei-Stimmen-Systems. Das Kappungsmodell basiert darauf, dass letztlich alleine der Verhältniswahl der Vorrang garantiert wird gegenüber jeder Art der Wahlkreiswahl. Und derjenige kann dann nicht Sieger sein, der keine Listendeckung vorweisen kann. Damit wird letztlich das Mehrheitsprinzip bei der Wahlkreiswahl konterkariert und das Direktmandat mutiert letztlich nur noch zu einem Feigenblatt. Im Grunde haben wir es dann zu tun mit einer offenen Liste bei der Verhältniswahl in etwas umstrukturierter Form. Bei dem Zwei-Stimmen-Modell haben wir den Charme, dass wir gleichermaßen dem Mehrheitswahlsystem und dem Verhältniswahlsystem Rechnung tragen. Also zwei originär verfassungskonformen Wahlprinzipien Rechnung tragen. Und dann haben wir in dem entsprechenden Papier ja auch ausgestaltet, dass es sinnvoll ist, dass man nicht nur mit einer kleinen relativen Mehrheit bereits einen Wahlkreis gewinnen kann, sondern dass man dann darüber nachdenken kann, dass eine doch deutlich stärkere Mehrheit auch zu einem Wahlkreissieg führen sollte, sodass möglicherweise eben auch das Argument, das Herr Behnke eben gebracht hat, dass jemand, der einen Wahlkreis mit 30% der Stimmen gewinnt, nur 51 Wählerstimmen vorweisen kann, wohingegen jemand, der über die Liste mit 7% eingezogen ist über die Liste und 71.000 Stimmen nachweisen kann, man natürlich mit entsprechenden Quoten bei der Mehrheitswahl entgegenwirken kann. Und es ist nicht nur kontraintuitiv, sondern entspricht auch nicht der entsprechenden erforderlichen demokratischen Legitimation, wenn ein zweiter oder drittplatzierter, der eine deutlich geringere Stimmenanzahl aufweist, nur deswegen dann in den Bundestag einziehen kann, weil er eine Listendeckung hat. Das ist, glaube ich, mit dem Mehrheitsprinzip, so wie es die demokratische Herrschaft bisher ausmacht, nicht vereinbar. Und deswegen, glaube ich, liegt der Charme bei diesem Zwei-Stimmen-Wahlrecht darin, dass man Mehrheitswahlprinzip und Verhältniswahlprinzip gegeneinander auch abwägen kann und dass es keine 50-zu-50% Lösung geben muss, sondern dass man da auch politische Kompromisse schließen kann, wohingegen bei dem Kappungsmodell eine politische Kompromissfähigkeit dadurch ausgeschlossen ist, weil der Verhältniswahl der eindeutige Vorrang zukommt und letztlich das Direktmandat nur noch als Feigenblatt insoweit da fungiert und nur noch Feinjustierungen vornehmen kann, aber damit die Mehrheitswahl eigentlich ausgehebelt wird. Vielen Dank. Ich glaube, das war die Frage, die an mich gestellt worden ist. Vielen Dank, Frau Professorin Schmal. Dann würde ich jetzt als nächstes Frau Professorin von Achenbach das Wort erteilen, weil sie etwas früher gehen muss. Bitte schön. Vielen Dank.
Dank. Ich hoffe, ich bin hörbar. Und möchte ganz kurz auch noch mal, es war ja sozusagen auch ein bisschen eine offene Fragestellung, darauf eingehen, dass das Grabenwahlsystem oder das echte Zwei-Stimmen-Wahlsystem ja doch auch ein wesentlicher, und das ist auch eine verfassungsrechtliche Erwägung, ein wesentlicher, ich will mal sagen, Eingriff oder eine wesentliche Veränderung in den Parteienwettbewerb wäre. Und ich habe das auch schon bei einer vergangenen Sitzung gesagt, die Chancengleichheit der Parteien ist doch auch ein verfassungsrechtlicher Maßstab. Und zwar ist das ein interessanter Maßstab, weil er eben nicht so formal funktioniert nach formaler Gleichheit, sondern weil er eine vorfindliche Wettbewerbslage, und die ist jetzt nun mal durch das doch durch den Verhältniswahlcharakter geprägte Geschehen definiert, schützt. Und insofern ist eine Transformation des Wahlrechts, die zu so ungleichen Verteilungs-Umverteilungseffekten führt, wie auch Herr Behnke das so eindrücklich geschildert hat, doch auch möglicherweise etwas, was man am Maßstab der Chancengleichheit problematisieren kann. Und zwar möchte ich da auch noch mal erinnern daran, dass das Bundesverfassungsgericht, und zwar im Bereich der Parteienfinanzierung, ausdrücklich formuliert hat, dass der Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien verletzt ist, wenn eine Regelung einen Vorteil oder einen Nachteil einzelner Parteien oder Parteiengruppen begründet, der in seinem Ausmaß geeignet ist, die vorgegebene Wettbewerbslage zwischen den Parteien in einer ernsthaft ins Gewicht fallenden Lage zu verändern. Also eine Wettbewerbsverzerrung, die unzulässig ist, kann somit in Regelungen liegen, die eine ungleiche Wirkung haben, indem sie Begünstigungen oder Benachteiligungen für einzelne Parteien oder Parteiengruppen begründen. Das ist jetzt zugegebenermaßen tatsächlich etwas, was aus einem anderen Rechtsbereich kommt, dem Parteienfinanzierungsrecht, der aber natürlich sehr eng verwandt ist. Und ich würde doch auch sagen, dass es plausibel ist, die Konturen dieses Gedankens hier auch im Wahlrecht anzuwenden. Was nicht ausschließt, dass man das Wahlrecht reformiert, darüber reden wir ja die ganze Zeit, aber es ist eben doch auch am Maßstab einer sozusagen Veränderung der Konkurrenzlage der Parteien zu bemessen. Und ich glaube, dass da tatsächlich die Gleichheit der Effekte, die der Ampelvorschlag oder der Vorschlag der Obleute da umfasst, dann ein verfassungsrechtlich auch positiv zu wertender, beziehungsweise andererseits also sozusagen auf der anderen Seite der Medaille ein Problem sein kann. Kurz auch noch mal zu dem Begriff des Kappungsmodells. Wir haben ja auch schon über das Branding gesprochen heute. Branding insofern, als auch der Begriff der Kappung ein bestimmtes negatives Branding umfasst. Und zwar, weil damit immer auch die Annahme verbunden ist, dass da irgendwie das Mehrheitsprinzip verletzt wird. Weil eben die erststimmenstärkste Kandidatur dann nicht das Mandat erhält. Ich möchte nochmal, das habe ich auch schon verschiedentlich darauf hinweisen, dass es ein Missverständnis ist, dass es eine natürliche Übersetzung oder einen natürlichen Anspruch aus der relativen Mehrheit auf den Mandatsgewinn gibt. Es gibt nicht also einen naturrechtlichen Mandatsanspruch, der aus der relativen Mehrheit erfolgt oder folgt, sondern der Wahlgesetzgeber macht da die Regeln, und das bedeutet eben auch, dass er das Mehrheitsprinzip qualifizieren kann. Es gibt ja auch andere Qualifikationen des Mehrheitsprinzips, über die wir gerade reden, nämlich insbesondere sowas wie die Stichwahl. Auch das sind Qualifikationen des Mehrheitsprinzips. Und Mehrheit ist nicht das Nonplusultra der Demokratie. Proportionalität ist auch ein wichtiger Gedanke der Repräsentation, der mindestens ebenso stark eine Evidenz, eine demokratietheoretische Evidenz hat. Insofern möchte ich einfach nochmal diese Naturalisierung des Mehrheitsprinzips, die auch mit diesem etwas pejorativ hier gewendeten Begriff der Kappung verbunden ist, relativieren. Auch nochmal zu den einzelnen Fragen, die auch Herr Steffen und auch Herr Kuhle aufgeworfen hatten. Nämlich die Frage, was macht man mit den parteilosen Kandidaten im Wahlkreis? Ich glaube auch, dass es verfassungsmäßig geboten ist, parteilosen Kandidierenden die Chance auf die Direktwahl eben auch zu erhalten und offen zu halten. Da kommt auch doch noch mal ins Spiel, dass man mit einer solchen neuen Ausprägung des Wahlrechts, des Verhältniswahlrechts auch im Bereich der Direktwahl eben ein bislang verfassungsrechtlich nicht durchkartierten und auch nicht verfassungsrechtlich durchkontrollierten bislang oder vorgegebenen Bereich der Rechtsprechung betritt.
Und dass hier eben natürlich auch wieder sich Ausgestaltungsfragen stellen, wo man nicht immer schon vorab weiß, was das Bundesverfassungsgericht einem genau irgendwie um die Ohren haut oder auch nicht. Ich glaube, da lassen sich eben auch Rechtfertigungen dafür finden, dass man parteilose Kandidierende eben nicht mit dieser Zweitstimmenabdeckung regeln kann, sondern dass man da eine andere Form von Qualifikation vielleicht, wie Herr Behnke sie vorgeschlagen hat, machen kann. Ich denke aber, dass man in diesem Bereich auch mal neue Ansätze suchen muss, die jetzt nicht bislang schon so gegangen worden sind. Und dann kann man auch die parteilosen Kandidierenden unterbringen. Das Gleiche gilt auch für das Direktwahl, für die Grundmandatsklausel. Die Grundmandatsklausel ist ja ebenso etwas, was wir als grundsätzlich mal legitimiert durch die Integrationsfunktion der Wahlen etc. eben bislang so praktizieren. Man muss das nicht einbauen. Man kann das aber aus Akzeptanzgründen weiter einbauen. Da sind dann natürlich auch wieder Durchbrechungen von Gleichheitsgedanken unter Umständen mit verbunden. Aber die sind nicht das Absolute im Wahlrecht, sondern die lassen sich auch wieder rechtfertigen. Und insofern würde ich auch da sagen, da kann man jetzt mal einen neuen Regelungsansatz wählen oder muss man einen bisher noch nicht begangenen Regelungsansatz wählen? Kann sein, dass man dann da mal ein bisschen nachjustieren muss, aber das würde ich jetzt erstmal als Risiko eingehen, weil man eben sonst insgesamt diesen legitimen Anspruch, auch die regionale Stärke von Parteien zu berücksichtigen, nicht umsetzen kann. Ja, die Ersatzstimme ist sicherlich auch so ein Bereich des wahlrechtlichen Experimentalismus. Auch darüber haben wir schon verschiedentlich gesprochen. Ich würde ja dafür plädieren, dass man die Zweitstimmendeckung eben im Sinne einer von Herr Ferkamp ja auch vorgeschlagenen echten verbundenen Mehrheitsregel normiert. Das würde bedeuten, dass man die Ersatzstimme nicht zwingend braucht, weil einfach Person das Mandat erhält, die durch Zweitstimmen gedeckt ist und das beste Erststimmenergebnis erzielt. Man kann aber sozusagen den Ausgleich für das Nichtziehen der Stimmen für den nicht gedeckten Überhangfall eben dadurch mit einbeziehen, dass man dann bei der Auszählung dann eben die Ersatzstimmen berücksichtigt. Wenn ein erneuter Überhangfall für den Zweitplatzierten eintritt, würde ich dafür plädieren, auch da die Ersatzstimmen auszuzählen, weil man sonst so eine Binnendifferenzierung hat, die irgendwie wiederum auch rechtfertigungsbedürftig sein sollte. Aber insgesamt würde ich dafür plädieren, die Mehrheitsregel so auszugestalten, dass man nicht zwingend auf die Ersatzstimmen angewiesen ist bei der Auszählung, sondern dass man eben eine Regel hat, nach der von den Zweitstimmengedeckten der Beste zieht oder die Beste zieht. Und man kann die Ersatzstimmen dann berücksichtigen, ist aber eben nicht regelungstechnisch zwingend darauf angewiesen. Ja. Das wäre es erstmal von meiner Seite. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Professorin von Achenbach. Dann habe ich als nächstes Herrn Professor Puckelsheim mit Fragen von Herrn Glaser und Konstantin Kuhle. Bitte schön. Ja, ich möchte zunächst die gestellten Fragen beantworten und dann selber ein paar Fragen zum Grabenwahlrecht stellen. Vielleicht zuerst zur Frage von Herrn Steffen. Er hatte gefragt nach parteilosen Bewerbern und Bewerbern, denen die Landesliste abhanden gekommen ist oder die keine haben. Das kann man regeln. Es ist eine Sonderregelung. Frau von Achenbach hat es gerade gesagt. Bei den parteilosen Bewerbern haben wir es bisher auch schon so, dass die also ihre Sitze bekommen. Vielleicht 2002 ein Beispiel. Der PDS hatte 2 Direktmandate gewonnen. Die wurden zugeteilt und nur für die restlichen 596 Mandate wurde die Verhältnisrechnung durchgeführt. Nach dem sehr strengen Konzept des Bundesverfassungsgerichtes über die Erfolgswertgleichheit der Wählerstimmen bezog sich dieser Anspruch der Erfolgswertgleichheit nur auf die 596 Sitze der Verhältnisrechnung, nicht auf die 2 Sitze, die die PDS vorher schon zugeteilt bekommen hatte. Denn Herr Behnke hat es ja ausgeführt. Direktmandate gewinnt man im Durchschnitt mit weniger Stimmen, als eben bei der Verhältnisrechnung für ein Mandat benötigt werden. Herr
Kuhle hatte gefragt nach den Kompensationsmöglichkeiten, wie die nicht gedeckten Wahlkreisstimmenersten ersetzt werden können durch einen anderen Wahlkreisbewerber. Auch da hat eigentlich Frau Achenbach gerade schon dazu geredet. Es geht mit der herkömmlichen Stimmgebung, es geht auch mit der Ersatzstimme. Und Herr Glaser hatte gefragt nach der Präferenzstimmgebung. Das wird in Irland oder in Malta praktiziert. Es ist sehr aufwendig. Die Wähler müssen die Kandidaten in eine Reihenfolge bringen und diese Reihenfolge wird dann ausgewertet. Aber auch die Präferenzstimmgebung würde dazu führen, dass einige Parteien mehr erst präferierte Bewerber hätten, als die Verhältnisrechnung, als der Sitzanspruch der Partei im Land zulassen würde, sodass das Problem der Ersetzung von vermeintlichen Ersten durch andere auch dort auftreten würde. Vielleicht so kurz zu den Antworten. Jetzt meine Fragen zum den 10 Thesen zum Grabenwahlmodell. Diese 10 Thesen sind ja nur eine sehr allgemeine Darstellung. Auch hier ist die Frage danach, wie man das denn ausgestaltet. Und die verfassungsmäßige Ausgestaltung wird in Punkt 4 betont. Für mich stellt sich die Frage, und die möchte ich jetzt Ihnen stellen. Denken Sie daran, dass der Grundsatz der Wahlkreisgleichheit es ermöglicht, an den bisherigen Schwellen von 15%, jenseits derer was getan werden soll, und 25%, wo was getan werden muss, beizubehalten? Oder würde das Konzept, dass die Hälfte der Mandate auf die reine Mehrheitswahl gründet, es erfordern, dass diese Schwellen enger gezogen werden? Wenn man reine Mehrheitswahl hat, was passiert dann mit den Nachrückern? Welche Vorstellungen haben Sie in der Richtung? Soll es dann Nachwahlen geben? Bei dem Punkt 5 wird die Balance angesprochen zwischen Mehrheitswahlkomponente und Verhältniswahlkomponente. Frau Schmal hat es eben auch schon gesagt. Welche Zahl stellen Sie sich vor? Können Sie eine Zahl nennen? Das ist doch wichtig. Sind es 280 Wahlkreise oder weniger? In diesen Fragenkreis gehört auch dazu, was Herr Behnke auch herausgearbeitet hat. Wenn wir diese beiden Teile haben beim Grabenwahlrecht, dann gehen ja zu denen, die die Direktmandate gewinnen, noch zusätzlich Verhältnismandate auch dahin. Das ist insbesondere zwischen den Parteien natürlich eine Verschiebung. Aber mein Punkt ist, es ist auch innerhalb der Partei eine Verschiebung. Wie gehen Sie damit um? Wenn in der Zeit hat die CDU in Baden-Württemberg sehr viele Direktmandate. Im Grabenwahlsystem kommt dann auch nach Baden-Württemberg noch einige Verhältnismandate hinzu. Die CSU hat in Bayern viele Direktmandate, alle bis auf einen. Dann kommen da auch noch Verhältnismandate dazu. Wenn man das rechnet, bekommt die CSU und die CDU in Baden-Württemberg zu den Direktmandaten mit den Verhältnismandaten aus der zweiten Rechnung, aus der Verhältnisrechnung, insgesamt 105 Mandate, während sie derzeit oder nach dem Ampelmodell, nach der reinen Verhältnisrechnung über das ganze Land nur 55 Sitze haben. Also, es landen da unten 50 Sitze mehr. Gönne ich Ihnen, aber es wird jeder Sitz nur einmal vergeben. Diese Sitze stehen nicht zur Verfügung für die Landesverbände im Norden, im Westen und im Osten. Dieser Effekt meiner Ansicht nach muss benannt werden, wenn man innerhalb einer Partei für dieses System werben möchte. Dann wird hier auch um Punkt 6 erwähnt, dass ein Mindestquorum vielleicht angedacht werden könnte. Frau Schmal ist eben auch gerade sehr vage nur geblieben, weil 20% Zustimmung bei der Mehrheitswahl nicht ausreichen könnte. Nicht ausreicht.
Der Vorschlag der Ampel-Obleute sagt, ja, deshalb haben wir bei der verbundenen Mehrheitswahl die zweite Säule, die Zweitstimmendeckung. Dadurch wird eben der Wahlkreismandat doppelt abgesichert. Also dieses Problem der schwachen Erststimmen oder schwachen Mehrheitswahlkreisvertreter gibt es auch bei dem Grabenwahlsystem. Und die Frage ist, welches Quorum stellen Sie sich denn vor? 25%? 30%? Für mich kommt eigentlich nur das Quorum von 50% in Frage, denn eine Mehrheitswahl ist eine Mehrheitswahl. Mit 50% kommt man dann in die nächste Herausforderung, dass man eine Stichwahl braucht. Es gibt jede Menge von Stichwahlsystemen. Welches Stichwahlsystem stellen Sie sich für die Ausgestaltung Ihres Grabenwahlsystems vor? Naheliegend ist, man lässt die beiden erfolgreichsten zur Stichwahl antreten, also den Stimmenersten und den ersten Verlierer. Bei der vergangenen Bundestagswahl hatten wir einen Wahlkreisbewerber nur, der über 50% lag. 298 lagen unter 50%. Also wir hätten bei der vergangenen Bundestagswahl, wenn man das mal durchdenkt als Gedankenexperiment, 298 Stichwahlen gehabt. Von dem, der vorne liegt, und von dem ersten, der hinten drauf ist, dem ersten Verfolger. Sage ich mal grob über den Daumen gepeilt, zwei Drittel mal hätte der erste sich vielleicht bestätigt, dann hätten wir 200 Wahlkreisvertreter, die sowohl bei der Stichwahl als auch bei der Hauptwahl vorne gelegen hätten. Aber wir hätten auch 100 Mal den Fall, dass der Verlierer in der Stichwahl nach vorne kommt und dann den Wahlkreis vertritt. Und genau dieses Problem, was Sie haben, löst die verbundene Mehrheitswahl auch, aber in einem viel kleineren Maßstab. Die verbundene Mehrheitswahl löst es nur da, wo es Not tut, nämlich in 35 Fällen. Und bei meiner Überschlagsrechnung wäre es so, dass mit dem Grabenwahlsystem in 100 Wahlkreisen der in der Hauptwahl Gescheiterte oder die vielleicht ja auch dann in der Stichwahl nach vorne gewählt wird. Die letzte Punkt ist der nach der Legitimation, die ja hier auch reklamiert wird. Und da finde ich, müsste man schon einen Absatz dazu schreiben, dass mit dem Grabenwahlsystem eben eine Mehrheitsumkehr eintreten kann. Herr Behnke hat das ja auch in seiner Philippika da ausgeführt. Das Volksmehr, also die Mehrheit der Stimmen, bildet sich nicht mehr automatisch ab in eine Parlamentsmehrheit. Oder andersrum ist vielleicht wichtiger zu sehen. Die Parlamentsmehrheit, die dann die Regierung bildet, könnte einhergehen nicht mit der Mehrheit der Wähler. Und das halte ich für sehr problematisch. Das haben wir bisher in unserem Wahlsystem nicht gehabt, weil eben doch diese Verhältniskomponente so stark überwiegt. Wenn es eintreten sollte, halte ich das für ein großes politisches und gesellschaftliches Problem. Und was passieren kann, haben wir in den USA gesehen, wo eben Präsidenten, die nicht mit dem Volksmehr gewählt sind, doch einen sehr umstrittenen Stand haben. Vielen Dank. Jetzt gucke ich nach meiner Zeit. Vielen Dank. Und wir hören schon die Glocke. Es wird sicherlich spannend, die Antwort gleich zu hören. Aber wir haben jetzt knapp 20 Minuten Zeit für die namentliche Abstimmung. Deswegen bitte ich um Verständnis, auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass wir jetzt unterbrechen. Und ich würde sagen, na, bis 7 brauchen wir nicht. Aber ich denke, schaffen wir das 7:10 wieder alle hier zu sein? Ja? Visieren wir das mal an. 18.50 Uhr machen wir dann hier weiter. Vielen Dank.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist jetzt 18:51 und ich denke, wir können weiterverfahren. Da habe ich schon eine Wortmeldung. Dann waren wir stehen geblieben bei den Fragen von Herrn Professor Puckelsheim. Könnten Sie noch mal sagen, an wen Sie die gerichtet haben? Kann ich sagen, an die drei Autoren, Herrn Jeschik, Herr Mellinghoff, weiß ich nicht, ob er heute dabei ist, und Frau Schmal. Und ich bin ganz tolerant. Jeder darf antworten. Okay, sehr. Dann frage ich mal in den Chat, ob Herr Professor Mellinghoff antworten möchte oder Herr Jeschik hier im Saal. Wer möchte beginnen? Ja, ich kann ja mal anfangen. Gerne. Vielleicht etwas Grundsätzliches. Wenn man natürlich von vornherein die Frage stellt, dass alle Veränderungen die Parteien gleich treffen müssen, wie Herr Behnke das gemacht hat, dann ist es natürlich klar, dass man diese Frage nur im Rahmen eines reinen Verhältniswahlsystems wird beantworten können. Man kann die Frage natürlich auch anders stellen, ob es zum Beispiel fair ist, dass derjenige, der einen Wahlkreis direkt gewonnen hat, nicht ins Parlament einzieht. Ob das sozusagen ein fairer Umgang ist und ob eine Abschaffung dieses Systems von der Mehrheit der Wählerinnen und Wähler als fair empfunden wird oder nicht. Man verengt also im Grunde genommen durch die Fragestellung, dass alle Parteien gleich betroffen sind, von vornherein die Lösungsmöglichkeit auf ein Verhältniswahlsystem. Und letztendlich ist es natürlich auch so, dass der Ampelvorschlag dazu führt, dass nicht mehr eine Wahl von Personen stattfindet, sondern dass man im Grunde genommen ein irgendwie gemischtes Wahlsystem hat, wo nicht mehr Wahlen, Personen gegeneinander antreten, wo derjenige, der die meisten Stimmen gewonnen hat, diese Wahl gewinnt, sondern wodurch externe Verhältnisse letztendlich der Wahlsieger durch andere Rahmenbedingungen bestimmt wird. Ich persönlich halte dieses Vorgehen für verfassungswidrig, um das ganz deutlich zu sagen, diesen Ampelvorschlag mit der Ersatzstimme, weil er im Grunde genommen weder nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz innerhalb eines Wahlkreises noch nach dem Mehrheitsprinzip eine Person wählt und zudem die alternativen politischen Vorstellungen nicht mehr zur Wahl gestellt werden können, weil im Grunde genommen durch eine Ersatzstimme der Wähler gezwungen wird, mehrere Optionen aus dem politischen Parteienspektrum zu wählen. Deswegen sind die Überlegungen natürlich dahin, wie kann man ein Wahlsystem schaffen, das verfassungsgemäß ist. Und damit komme ich natürlich zu dem echten Zwei-Stimmen-Wahlrecht, was natürlich eine Veränderung insofern bedeutet, als dass wir den Bundestag nicht mehr rein nach Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten zusammensetzen. Die Vorschläge, die wir gemacht haben, sind eine Gesprächsgrundlage, um mit den anderen Parteien ins Gespräch zu kommen, um diese Veränderungen möglichst gering zu halten. Dass also der Mehrheitswille der Wähler möglichst optimal zur Geltung kommt. Und in diesem Sinne ist es natürlich auch so, dass die Fragen von Herrn Puckelsheim zu beantworten sind. Natürlich ist es so, dass man dann über die Wahlkreise reden muss. Natürlich ist es so, dass man bei den Nachrückern ernsthaft auch über Nachwahlen denken muss. Im Übrigen finde ich auch die Prämisse, dass dann in 297 von 298 Wahlkreisen Nachwahlen stattfinden, das ist natürlich alles unter der Prämisse, dass die Wahlen identisch ablaufen, wie sie in den vergangenen
Wahlperioden abgelaufen sind. Man traut dem Wähler also nicht zu, dass er im Hinblick auf die veränderten Rahmenbedingungen ein wirklich ernst gemeintes Zwei-Stimmen-Wahlrecht zur Auswahl bekommt und dann eben auf der einen Seite eine Personenwahl hat und auf der anderen Seite eine Parteienwahl hat. Wenn dieses Modell eines echten Zwei-Stimmen-Wahlrechts mit großer Mehrheit abgelehnt wird, dann muss man natürlich über andere Fragen nachdenken, wie man ein Verhältniswahlsystem mit personalen Elementen so anreichert, dass es möglich ist, sozusagen, dass der Wähler auch noch einen Einfluss auf die Personen hat. Er hat aber auf die Personen keinen Einfluss, wenn er irgendwelche Präferenzstimmen politischen Gegnern geben muss. Das vorausgeschickt noch zu dem Punkt, welches Quorum da ist, da würde ich tendenziell eher auch zur absoluten Mehrheit tendieren. Und ein letzter Punkt noch zu Herrn Behnke, der immer darauf abstellt, dass der Direktkandidat weniger Stimmen hat als der über die Liste gewählte Kandidat. Das ist natürlich klar, weil die Bezugsgrößen völlig andere sind. Die Bezugsgrößen bei einem Wahlkreiskandidaten sind der Wahlkreis und die Bezugsgröße bei einem Listenkandidaten ist das Bundesgebiet. Und wenn man solche Bezugsgrößen miteinander vermengt und dann einfach nur über die Anzahl der Stimmen geht, dann vermischt man Äpfel mit Birnen. So viel dazu als ersten Aufschlag. Herzlichen Dank. Dann möchte ich Frau Professorin Schmal fragen, ob Sie auch noch antworten möchten. Ja, sehr gerne. Ich kann einiges oder was Herr Mellinghoff gesagt hat, vielleicht noch mal unterstützen. Auch mir scheint es nicht angemessen, bei einer relativen Mehrheitswahl dann in den Wahlkreisen zu bleiben. Insbesondere ein Wahlkreis, der nur mit 20% gewonnen wird, entspricht dann doch auch nicht dem wirklichen Wählervotum, denn immerhin haben dann 80% offensichtlich denjenigen oder diejenige nicht gewählt. Deswegen habe auch ich eine Tendenz dafür, über die man reden könnte, dass Wahlkreise tatsächlich mit der absoluten Mehrheit gewonnen werden müssen, was selbstverständlich dann in einigen Wahlkreisen zu einer Stichwahl führen würde. Da würde ich mir vorstellen, dass dann Stimmen erste, Stimmen zweiter, respektive Stimmen erste, Stimmen zweite, sich nochmal in einer Stichwahl befinden. Denn es ist mir schon ein Anliegen, dass das Wählervotum sich bestmöglich dann auch im Bundestag widerspiegeln soll. Und da hielte ich auch eine relative Mehrheitswahl für fragwürdig in Bezug jetzt bei einem echten Zwei-Stimmen-Wahlrecht. Was Herr Puckelsheim auch noch gefragt hat, war der Zuschnitt von Wahlkreisen. Jetzt werden wir ja ab 2024 ohnehin nur noch 280 Wahlkreise haben, wenn nichts verändert wird. Das würde bedeuten, dass 280 bei einer Regelgröße von 598 318 Sitzen in Bezug auf die Verhältniswahl gegenüberstehen. Möglicherweise, da bieten sich ja natürlich entsprechend Kompromisse an. Also möglicherweise könnte man auch über 250 Wahlkreise zu 348 Listenmandaten reden. Dann hätte man schon sicherlich auch eine Möglichkeit oder auch diejenigen, die ganz besonders eben die Verhältniswahl präferieren, wäre man denen sicherlich schon auch relativ weitgehend entgegengekommen. Und dann in Bezug auf die Bevölkerungszahl, die ein Wahlkreis haben sollte, da wurde ja auch gefragt nach der Soll- und nach der Muss-Grenze. Mit meiner Befassung in Bezug auf den Europarat und die Venedig-Kommission kann ich den Ansichten der Venedig-Kommission, die sich ja naturgemäß stark macht für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, schon etwas abgewinnen. Also eine Sollgröße bei 10% und eine Mussgröße bei 15%. Auch dies würde dann natürlich stark erfordern, dass man dann in Detailregelungen geht. Also insoweit könnte ich mir vorstellen, dass auch hier politische Kompromisse vorstellbar sind, die ja diskutabel sein könnten. Also deswegen glaube ich, dass man da Lösungen finden kann, mit der dann letztlich eben viele einverstanden sein könnten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Professorin Schmal. Und dann würde ich das Wort an Herrn Professor Scheschig zu einer Antwort an Herrn Professor Buckelsheim weitergeben. Bitte schön. Ja, viele Aspekte sind angesprochen worden. Einer vielleicht noch nicht in der Klarheit, den man da geben kann. Den wollte ich kurz vorwegziehen, nämlich die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit des Systems des echten Zwei-Stimmen-Wahlrechts, was wir ja noch mal betont haben. Die wurde jetzt ein bisschen noch mal hinterfragt mit Blick auf die Frage der Wettbewerbslage der Parteien, auf die Frage, ob man nicht die relative Mehrheit hier überbetonte. Nun, zur Frage der Wettbewerbslage der Parteien als Argument ganz direkt replizierend. Ja, die Rechtsprechung gibt es, aber parallel und just zu diesen Zeiten hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach eindeutig bestätigt, dass ein echtes Zwei-Stimmen-Wahlrecht verfassungsgemäß ist. Und wenn der Senat nicht unter Persönlichkeitsspaltung der Richter leidet, dann muss man daraus die Konsequenz ziehen, dass das Argument an der Stelle nicht durchziehend ist, sondern der Senat, der das mehrfach vorgeschlagen hat, im Grundsatz für verfassungsgemäß hält. Und der Punkt ist dann weniger der relativ oder absoluten Mehrheit. Da kann man lange darüber debattieren. Die Argumentationslage ist gar nicht so ganz klar. Das Problem des Ampelvorschlags ist, dass der Verhältnisteil auf den Mehrheitsteil durchgreift und nicht die Frage relativ oder absolute Mehrheit. Der Übergriff sozusagen den anderen Systemteil. Das ist die Schwierigkeit, weil die Kohärenz in der Mehrheitswahl gebrochen wird. Vergleichbar eben zu den Überhangmandaten. Das Argument hatte ich ja, auf die Parallele hatte ich ja letztes Mal schon hingewiesen. Das ist das eigentliche Problem, was auch hier nochmal herausgearbeitet wurde. Zu den Fragen von Herrn Buckelsheim, da ist, glaube ich, auch schon sehr viel zu beantwortet worden. Ich schaue mal, das genau, föderale Verlagerung wurde noch mal angesprochen. Das kann ein Problem sein, vor allem dann, wenn es dazu führen kann, dass sozusagen ganze Landesverbände in der Repräsentanz letztendlich veröden. Das betrifft vor allem die Stadtstaaten möglicherweise. Dann kann das eine verfassungsrechtliche Grenze sein. Vor dieser Grenze hat das Bundesverfassungsgericht immer gesagt, föderale Aspekte können eine Rolle spielen, können, müssen aber nicht zwingend. Das heißt, wenn wir nicht Extremlagen haben, ist es gut, föderal aufzugliedern. Man kann das machen, muss es aber nicht zwingend. Deswegen glaube ich, ist das nicht ganz dramatisch. Interessant ist dann die Frage, die auch mehrfach angesprochen wurde, nämlich die Frage der politischen Gestaltung. Da wurde dann gefragt, naja, wie soll denn die Aufteilung sein? Sollen es 280 sein, weniger? Wie viel sollen dann Verhältniswahl sein? Mit der Frage auch dahinter, müssen es denn unbedingt 598 sein? Vielleicht doch 636, was man schon hatte. Und dann die Frage, wie soll denn die Grenze zur Stichwahl sein? 50%, 33%, 25%? Offen gesagt, das ist der mittelbare, aber finde ich ganz große Charme des Modells. Das ist eine Frage der originären politischen Entscheidung, bei denen Sie als Parlamentarier Kompromisse eingehen können, bei denen Sie Wirkungen markieren können, bei denen Sie überlegen müssen, wie Sie die Wähler, wie Sie die Bürger einfangen, die es letztendlich geht. Die Frage, ob die Parteien mehr oder weniger gut wegkommen, ist eine wichtige Frage. Aber die Frage, wie sieht der Bürger denn das? Fangen Sie den Bürger mit dem Modell ein? Sie müssen vielleicht noch einen Schritt dahinter gehen dann. Und hier besteht originäre Gestaltungsfreiheit. Und das ist, finde ich, einer der großen wirklichen Vorzüge dieses Vorschlags hier. Das heißt, da können Sie in Ruhe sich überlegen, wie Sie dann die Gewichte verschieben, mit dem, was verfassungsrechtlich zulässig ist, dann zu einem gut austarierten, balancierten Modell kommen. Das geht in diesem Modellvorschlag. Mit Verlaub, beim Ampelvorschlag wird es schwieriger, weil das ist ein Nehmen oder Lassen. Da können Sie quantitativ relativ wenig steuern. Und das, glaube ich, ist vielleicht der hoffentlich doch relativ große Reiz dieses Vorschlags, den wir hier in 10 Thesen vorgebracht haben. Vielen Dank. Dann hat als nächstes das Wort Herr Professor Fehrkamp zu einer Frage von Konstantin Kuhle und danach Herr Professor Möllers das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich will auch kurz noch auf 3 oder 4 Punkte eingehen, das eher additiv anlegen, um nicht allzu sehr in Wiederholung zu kommen. Herr Kuhle hatte mich noch mal nach dem Akzeptanz des Grabenwahlrechtssystems gefragt. Und Herr Behnke hat da ja schon einige grundsätzliche Anmerkungen dazu gemacht. Ich will vielleicht nur noch mal folgenden Punkt ergänzen, der gar nichts zu tun hat mit der Frage, ob das verfassungsrechtlich zulässig ist oder wie es vielleicht demokratietheoretisch zu beurteilen ist. Mich würde einfach noch mal die Frage nach der politischen Idee dahinter interessieren. Denn es ist natürlich so, dass uns alle Soziologen und alle politikwissenschaftlichen Gesellschaftsanalysen sagen, dass wir in einer Zeit zunehmender Segmentierung leben. Ja, unsere Gesellschaften segmentieren sich, sie gehen nicht mehr auf in 2 oder 3 gesellschaftlichen Großgruppen, ja, sondern wir haben eine Vielfalt an Identitäten. Und das ist ein Trend, der mit großer Wahrscheinlichkeit auch noch weitergeht und der sozusagen eigentlich die Signatur
der gesellschaftlichen Veränderung unserer Zeit ist. Und ich möchte einfach die Frage stellen, was ist in einer solchen Situation die politische Idee dahinter, ein Mehrheitswahlrecht vorzuschlagen und einzuführen? Und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass Sie das nicht aus sozusagen Eigennutzkalkül machen, obwohl es natürlich schon eine gewisse Zumutung ist, wenn dieser Vorschlag von einer Partei nach einer Wahl gemacht wird, die sie ganz eindeutig verloren hat, und dann sozusagen diese Reformvorschläge dazu führen würden, quasi bei der Mandatsverteilung das Wahlergebnis umzukehren. Da müssen Sie schon verstehen, dass das sozusagen nicht ganz einfach ist, da von diesem Eigennutzargument abzusehen. Aber selbst wenn ich das mal tue, ist doch die Frage, was ist denn Ihre politische Idee dahinter? Wieso glauben Sie, mit einem Wahlrecht, das sozusagen eine kleine relative Minderheit im Zweifel eine große Mandatsmehrheit verschafft, gesellschaftliche Konflikte besser moderieren zu können, als in einem konsensorientierten Verhältniswahlsystem? Und ich meine, man darf da in der Problemanalyse nicht zu pauschal werden. Aber wenn Sie sich mal anschauen, welche der westlichen parlamentarischen Demokratien in den letzten zwei, drei Jahrzehnten in große Schwierigkeiten geraten sind, dann sind das doch vor allem die politischen Systeme, die stark nach mehrheitswahlrechtlichen Gesichtspunkten organisiert sind. Gucken Sie sich die USA an, gucken Sie sich Großbritannien an, gucken Sie sich Frankreich an, gucken Sie sich Polen an, gucken Sie sich Ungarn an. Und wenn Sie da eine Problemanalyse machen, dann, das ist nicht so gemeint, dass das monokausal ist. Ja? Und man darf da die Funktion und Rolle von Wahlsystemen auch nicht überschätzen. Wahlsysteme sind nicht die eigentliche Ursache von gesellschaftlichen Polarisierung. Aber Wahlsysteme sind natürlich besser oder schlechter in der Lage, solche Problemlagen zu moderieren. Und da ist sozusagen wirklich meine Frage, da fällt mir eigentlich überhaupt kein Argument dafür ein, in einer Zeit wie dieser, der zunehmenden Segmentierung, der zunehmenden Vielfalt, ja, sozusagen ein Mehrheitswahlsystem da als Lösung zu veranschlagen. Zweiter Punkt ist Schutz gegen extremistische Minderheiten. Westliche Demokratien sind im Zeitalter von Populismus bedroht durch extreme Minderheiten von links und von rechts. Rechtsextreme, rechtspopulistische, extreme linkspopulistische Parteien sind durchaus in der Lage, Wahlergebnisse zu erzielen. Das sehen wir in ganz vielen westlichen Ländern von 20, 25, 30%. Mehrheitswahlsysteme übersetzen solche relativen Mehrheiten im Zweifel in absolute Mandatsmehrheiten und verleihen damit politische Macht. Das heißt also, der Schutz gegen extremistische Minderheiten ist aus meiner Sicht in einem Verhältniswahlsystem sehr viel besser gewährleistet als in einem Mehrheitswahlsystem. Und vor dem Hintergrund der realen Probleme, die wir in vielen mehrheitswahlrechtlich organisierten Demokratien in den letzten Jahren gesehen haben, ja, hier jetzt einen solchen Vorschlag zu machen, also einen Paradigmenwechsel zu machen, einen Systemwechsel vorzuschlagen, von dem Grundsystem der Verhältniswahl abzugehen und ein Mehrheitswahlsystem einzuführen, das ist mir vollkommen unplausibel. Und deshalb würde ich da wirklich noch mal die Frage nach der politischen Idee dahinter stellen, die ich einfach nicht erkennen kann. Das ist eine ganz andere Ebene als die Ebenen, auf der wir bislang diskutiert haben. Aber ich finde eine nicht minder wichtige. Vielleicht noch zu zwei, drei anderen Aspekten ganz kurz etwas zu diesen Punkten. Eine unabhängige Kandidaturen und Grundmandatsklausel. Vielleicht einfach noch mal der ergänzende Gedanke. Wir reden ja hier über eine Kontextveränderung im Parteiensystem, die beispielsweise auch die Frage der Überhangmandate in einem anderen Licht hat erscheinen lassen. Die zunehmende Segmentierung des Parteiensystems führt eben dazu, dass Direktmandate heute auch schon mit 18% oder mit 20 oder mit 25% und vielleicht bei der nächsten oder übernächsten Bundestagswahl auch mit 10 oder 15 oder unter 10% gewonnen werden können. Rechenbeispiele dazu machen ist überhaupt kein Problem. Und von dieser Kontextveränderung sind natürlich auch die Grundmandate betroffen und auch die Sinnhaftigkeit
und auch die Gefahr von unabhängigen Kandidaturen. Weil wenn Sie mit immer geringeren Mehrheiten Wahlkreise gewinnen können, ist natürlich sozusagen der Grundgedanke, der hinter der Grundmandatsklausel steht, nämlich sozusagen regionale Schwerpunkte von Parteien abzubilden, relativiert sich immer stärker. Was heißt es denn, wenn jetzt eine Partei mit 3 Grundmandaten in den Bundestag einzieht, die 5-Prozent-Hürde nicht geschafft hat, die aber in 3 verschiedenen Bundesländern mit 18 oder 19% der Erststimmen ein Direktmandat gewonnen hat. Das heißt also, diese Kontextveränderung, die eigentlich Ausgangspunkt für unsere Diskussion hier in der Kommission war, die betrifft natürlich auch die Grundmandatsklausel und sollte, finde ich, zumindest Anlass sein, die auch grundsätzlich noch mal zu überdenken. Und das Gleiche gilt auch, da hatte ich in der vorletzten Sitzung, glaube ich, schon mal darauf hingewiesen, für unabhängige Kandidaturen. Wenn Sie Wahlkreise tatsächlich irgendwann mit weniger als 10% der Stimmen gewinnen können, und davon sind wir nicht allzu weit entfernt, wenn die Segmentierung des Parteiensystems weitergeht, und dann so eine Rechnung haben, dass die Wahlbeteiligung gering ist. Sie haben einen hohen Anteil von erwachsenen Menschen in einem Wahlkreis, die nicht wahlberechtigt sind. Sie haben einen hohen Anteil, die an der Wahl nicht teilnehmen. Sie haben ein stark segmentiertes Parteiensystem. Dann wird sozusagen dann wird die Hürde, ein Direktmandat zu gewinnen, wird immer niedriger. Und das betrifft natürlich dann auch unabhängige Kandidaturen. Und das ist auch ein ausbeutbarer Zusammenhang. In dem Moment, wo das verstanden wird und die ersten Talkmaster dieser Republik oder wer auch immer verstanden hat, Herr Behnke hat das ja noch mal vorgerechnet, wie billig man über diesen Weg an ein Bundestagsmandat kommen kann, dann ist das etwas, was vielleicht noch nicht bei der nächsten Bundestagswahl ein Problem wird, aber bei der übernächsten oder bei der danach kann das zu einem großen Problem sein. Deshalb wäre da mein Plädoyer, diese beiden Dinge, unabhängige Kandidaturen und Grundmandatsklausel, vor diesem Hintergrund auch tatsächlich noch mal neu zu überdenken. Ich glaube nicht, dass Sie vom Verfassungsgericht gezwungen werden, unabhängige Kandidaturen zuzulassen oder nicht zuzulassen. Und auch die Grundmandatsklausel glaube ich nicht, dass das Verfassungsgericht Sie, wenn Sie wahlrechtlich vernünftige Regelungen machen, zu einer Lösung zwingt. Das ist sozusagen, da sind Sie als Wahlgesetzgeber in einem System, wo das Wahlsystem in der Verfassung eben nicht festgeschrieben ist, sehr frei in Ihrem Gestaltungsspielraum. Aber die Nutzung dieses Gestaltungsspielraums würde ich vor dem Hintergrund dieser beschriebenen Kontextveränderung tatsächlich für die beiden Punkte noch mal überdenken. Letzter Punkt, weil Herr Kuhle mich danach noch mal gefragt hatte, Anzahl von Überhangmandaten. Ist das denn prognostizierbar? Sind die 34, die es bei dieser Bundestagswahl gewesen sind, jetzt viel gewesen oder sind es wenig? Man kann es nicht prognostizieren. Es ist ein nicht unerhebliches Risiko. Wir haben das mit unserem Mandaterechner ja immer wieder simuliert und jeder kann auf die Homepage gehen und sich sozusagen Szenarien selber basteln und auch ein Gefühl für die Sensitivität sozusagen von Wahlergebnissen auf der einen Seite, vor allen Dingen aber auch von Splitting-Varianten auf die Anzahl von Überhangmandaten verschaffen mit diesem Mandaterechner. Und es hätten bei dieser Bundestagswahl auch 60 oder 80 Überhangmandate werden können. Und es ist überhaupt kein Problem, in Zukunft Wahlergebniskonstellationen zu konstruieren, nicht zu prognostizieren, weil solche Wahlergebniskonstellationen sind nicht prognostizierbar, aber sie haben das Risiko, genauso wie Sie in Anführungsstrichen das Risiko auch haben, dass Sie mal wieder ein Wahlergebnis völlig ohne Überhangmandate bekommen. Das ist natürlich auch möglich. Und deshalb wäre sozusagen der Ratschlag daraus, für die Behandlung der Überhangmandate eben eine Regelung zu finden, die für 0 Überhangmandate genauso plausibel ist wie für 60 oder 70 Überhangmandate. Und da wird man sicherlich auch bei der Ersatzstimme noch mal genau überlegen müssen, weil wenn Sie Wahlergebniskonstellation mit wenig Überhangmandaten haben, dann haben Sie mit der Ersatzstimme eine zusätzliche Stimme eingeführt, die aber überhaupt keine Funktion hat und keine Rolle spielt und auch gar nicht sozusagen gezählt würde. Und in dem Sinne von Herrn Behnke, gerade mit der Efficacy von Wählerinnen und Wählern, die natürlich immer fragen, wenn sie eine neue Stimme bekommen und abgeben sollen, wofür gebe ich die denn ab und wie wird die denn gezählt, in welchen Fällen wird die gezählt, haben Sie da natürlich dann sicherlich einen höheren Erklärungsaufwand, zumindest bei der Ersatzstimme. Vielen Dank, Herr Professor Fehrkamp. Und als Nächster hat Herr Professor Möllers das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Es ehrt uns ja alle, dass wir hier sagen, so ruhig, sachlich und auch relativ unpolemisch und technisch diskutieren.
Aber es täuscht euch doch so ein bisschen darüber hinweg, dass natürlich tatsächlich die Einführung des Grabenwahlrechts ein revolutionäres Ereignis in der Verfassungsgeschichte der Bundesrepublik wäre. Und ich finde, das muss man dann doch auch nochmal so sagen. Alle Kanzlerinnen und Kanzler der Bundesrepublik sind nach einem Verhältniswahlrecht gewählt worden im Ergebnis. Gewählt wurde, die Regierung hat, die haben die gestellt, die sagen, die Mehrheit der Zweitstimmen hatte. Das ist sozusagen das, was die Wahl definiert hat. Kein anderes System. Damit würden sie brechen. Das können sie ja machen. Aber ich glaube, man kann ja nicht so tun und sagen, wir machen hier eine kleine Operation, um die Sache so ein bisschen zu optimieren. Wir haben dann ein anderes politisches System. Und dazu kann man stehen, aber man kann es halt nicht wegdiskutieren. Und das ist ein politisches System, das man sich auch wünschen kann. Ich werde gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Aber das halt auch der Grund dafür ist, dass Badura von einem Staatsstreich geredet hat, nicht wahr? Der Grund war, wir haben halt nun mal damals erst 22 Jahre, jetzt viel mehr, immer dieses System gehabt. Und Konrad Adenauer, Helmut Kohl und Angela Merkel sind mit diesem System gewählt worden, mit keinem anderen. Das ist, glaube ich, schon mal klar. Und das muss das Publikum, glaube ich, auch noch mal klar bekommen, dass wir es hier mit einer wirklichen Zäsur zu tun hätten, mit einer anderen Republik. Vielleicht nicht mit einer schlechteren, ist ja schön, wenn gerade eine konservative Partei auch sozusagen für so einen dramatischen Wechsel eintritt, aber es ist ein dramatischer Wechsel. Dieser Wechsel ist auch verfassungsrechtlich ein Paradigmenwechsel. Das hat Herr Mellinghoff ja gerade noch mal bestätigt, der noch mal ausdrücklich gesagt hat, wir haben im Moment ein reines Verhältniswahlrecht. Ich meine, Herr Jeschek hat es anders dargestellt, aber Herr Jeschek hat es so dargestellt, zu sagen, naja, wir haben ja dieses System und dann haben wir noch Ausgleichs- und Überhangmandate, aber die gehören eigentlich nicht zum System dazu. Wortwörtlich. Die Überausgleichsmandate sind aber verfassungsrechtlich angeordnet worden vom Bundesverfassungsgericht mit der Begründung, dass der Grundcharakter unserer Wahl die Verhältniswahl ist. Das lässt sich jetzt auch nicht ändern, sondern wir haben eine personalisierte Verhältniswahl. Das eine ist die Substanz, das andere ist die Akzidenz, um es mal so scholastisch zu formulieren. Interessant ist dann drittens, dass alle Begründungen, auch die Frau Schmal und Herr Jeschek hier geliefert haben, immer Begründungen waren, die das Mehrheitswahlrecht gerechtfertigt haben. Sie haben gesagt, das Mehrheitswahlrecht ist doch so gut, das Mehrheitswahlrecht ist demokratisch, das Mehrheitswahlrecht ist dezentral. Und es gibt ja viele gute Gründe für das Mehrheitswahlrecht. Aber das Vorgeschlagene ist ja kein Mehrheitswahlrecht. Es ist eine Zusammensetzung aus zwei unterschiedlichen, sich eigentlich ausschließenden Repräsentationssystemen. Denn es gibt im Grunde die, wenn man sie zusammenfügt, zu keinem Repräsentationssystem zu führen, sondern zu einem Ergebnis, das eigentlich sozusagen kontingent ist. Das kann man dann auch nicht, wie Frau Schmal gesagt hat, gegeneinander abwägen. Man kann nicht Inkommensurables abwägen. Man kann nicht sagen, ich wäge sozusagen ein Parteiensystem gegen ein Direktmandat. Aber man kann es nebeneinander stellen. Das führt dann zu Friktionen und schweren Erklärungsproblemen. Aber man kann es nicht abwägen. Deswegen auch mal die Frage an die Kollegin, was ist eigentlich das Repräsentationsprinzip hinter dem Grabenwahlrecht? Ich kann Ihnen sofort mit einem Satz sagen, was das Repräsentationsprinzip mit einem Verhältniswahlrecht ist. Ich kann Ihnen auch in einem Satz sagen, was das Repräsentationsprinzip mit einem Mehrheitswahlrecht ist. Aber es gibt kein Repräsentationsprinzip mit einem Wahlrecht. Es ist ein Nebeneinander von zwei unterschiedlichen. Nun kann man sagen, ja, aber immerhin ist das Mehrheitswahlrecht dadurch gestärkt. Aber es ist ja gar nicht gestärkt. Sie haben weniger Wahlkreise als vorher und Sie haben einen geringeren Anteil an Mehrheitswahlrecht an Gesamtrepräsentation. Die direkt gewählten Abgeordneten sind unwichtiger durch Ihren Vorschlag. Sie sind nicht wichtig, sie sind unwichtiger geworden. In weniger Wahlkreisen, weniger Anteil am Gesamten. Und das ist doch sehr seltsam. Ich lasse mich gerne auf Argumente über Mehrheitswahlen ein. Herr Fehrkamp hat uns ein paar Gründe dagegen geführt, aber man kann ja darüber reden. Aber es ist ja nicht das, was Sie vorschlagen. Sie haben eigentlich bis jetzt nichts dazu gesagt, was ein Grabenwahlrecht eigentlich bringt. Sie haben nur gesagt, ein bisschen mehr Mehrheitswahlrecht wäre gut, aber es ist nicht mehr, es ist weniger. Und das führt zum letzten Punkt, nämlich der Frage, wie kommt man jetzt eigentlich zu der Bemessung der Anteile? Also warum macht man es hälftig oder anders? Sie haben sich für eine Lösung entschieden, jedenfalls vorläufig, in der der Anteil der Direktmandate geringer ist als der Verhältniswahl. Obwohl es ja gerade Ihrer eigenen Logik widerspricht. Sie müssten ja eigentlich, wenn Sie sagen, das Mehrheitswahlrecht eigentlich für so stark halten, ist ja mindestens hälftig, wenn nicht noch mehr einordnen. Warum machen Sie das eigentlich? Nun, ich schaue da in das Paper und lese unter Punkt 5. Bedenken, dass ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht kleinere Parteien benachteiligen würde, kann dadurch Rechnung getragen werden, dass die Balance verschoben wird. Das ist doch ein sehr seltsames Argument. Sie argumentieren ja mit dem Ergebnis. Was Sie hier machen, ist eigentlich das, was Sie der Parität vorwerfen, aber was die Parität eigentlich gar nicht macht. Sie machen eine Ergebnisingenieur und sagen, naja, so klein sollen die kleinen Parteien auch nicht werden. Vielleicht ein bisschen kleiner, aber nicht so klein. Deswegen machen wir was dagegen. Das heißt, Sie arbeiten hier mit einer Vermutung über das Ergebnis. Das ist doch sehr seltsam. Das ist erstens sehr seltsam, weil eine Vermutung über das Parteienergebnis, die Sie normativ wenden, verfassungsrechtlich eigentlich wirklich ein Problem darstellt. Und es ist zweitens deshalb seltsam, weil Sie allen Prognosen, die die Kolleginnen von den Politikwissenschaftlern hier gemacht haben, zu sagen, was kommt denn dabei raus, gesagt haben, das kann man gar nicht vorhersehen. Das ist ja, der Wähler passt sich ja an.
Aber der Wähler kann sich nicht anpassen. Das ist mein letzter Punkt, weil es ein Collective Action Problem gibt. Man kann nicht wissen, was die anderen wählen. Also kann man sich dem Wahlsystem auch nicht anpassen. Insofern ist dieses Argument auch nicht richtig. Aber die Grundfrage bleibt, und dafür hätte ich doch gerne eine Antwort, was ist das Repräsentationssystem des Grabenwahlrechts? Und warum bevorzugen Sie, wenn Sie das Mehrheitswahlrecht für so gut halten, das andere, um kleine Parteien zu schonen, die Sie aber dann doch im Ergebnis benachteiligen? Das ist schwer zu verstehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann hat als Nächste Elke Ferner das Wort. Bitte schön. Ja, ich kann da im Prinzip nahtlos anknüpfen. Es drängt sich einem schon ein bisschen der Verdacht auf, dass man zwar mit dem Grabenwahlrecht sagt, okay, wir sind einverstanden mit der Verkleinerung, aber die Wirkung, die Auswirkung der Verkleinerung, wie sie jetzt nach einem reinen Verhältniswahlrecht sein würde, nämlich jede Partei verliert entsprechend ihrer Größe relativ gesehen genauso viele Sitze wie die anderen, das will man dann doch nicht so richtig haben. Und ich bin 1990 zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag gewählt worden und kann mich noch gut erinnern an das damalige Wahlrecht, wonach eben erstens mal man sehr viel mehr Erststimmen gebraucht hat, um überhaupt einen Wahlkreis zu gewinnen. Das hat ja in den Anfang der 90er Jahre hat sich das verändert. Also man brauchte doch gut über 40%, um den Wahlkreis direkt gewinnen zu können. Das hat sich jetzt bei dieser Wahl verändert. Es ist eher in den 20er und 30er Prozentgrößen der Fall, dass man den Wahlkreis direkt gewinnt, wobei dann eben 80 bis 70% einen nicht gewählt haben, obwohl man den Wahlkreis so ja, gewonnen hat. Und es war damals auch so, dass wenn Überhangmandate entstanden sind, die zwar akzeptiert wurden, aber wegen des Dreiparteienwahlsystems, selbst als die Grünen dann eingezogen sind in den 80er Jahren mit vier Parteien im System, nicht solche Auswirkungen gehabt haben, dass die Mehrheitsverhältnisse nach Verhältniswahlrecht sich im Parlament verschoben hätten zugunsten der Parteien, die viele Überhangmandate hatten. Es war sogar so, dass in einem Landesverband ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete ihr Mandat niedergelegt hat, aus welchen Gründen auch immer, dass wenn dort ein Überhangmandat war, das nicht nachbesetzt worden ist, das ist ja ein großes Indiz dafür, dass es eigentlich immer schon ein reines Verhältniswahlrecht war. Man hat dann nur lediglich auch wegen der geringen Auswirkungen Überhangmandate akzeptiert. Wenn man jetzt sagt, man macht sozusagen eine Hälfte des Parlaments bestückt man mit Mehrheitswahlrecht, dann kann man eigentlich aus meiner Sicht nur dann sagen, derjenige oder diejenige hat den Wahlkreis gewonnen, die mehr als 50%, also 50% plus eine Stimme bei der Direktwahl gewonnen haben. Das hätte jetzt in diesem Fall bedeutet, wenn ich das richtig gesehen habe, ein einziger Abgeordneter ist mit mehr als 50% der Stimmen direkt gewählt worden. Das heißt, in 298 Wahlkreisen müsste eine Stichwahl stattfinden. Auch das kann man nicht unbedingt vergleichen mit dem französischen System, denn im französischen System findet zwar eine Stichwahl statt, aber es werden dann möglicherweise kandidieren da ganz andere Leute als im ersten Wahlgang, weil eben Bündnisse sich auf eine Person verständigen, die dann in der Stichwahl kandidiert. Das kann jetzt im Falle des Linksbündnisses sein, dass jemand von den Grünen oder jemand von der Partie Sozialist oder sonst wie kandidiert, aber die müssen gar nicht vorher kandidiert haben in dem Wahlkreis. Das ist dann noch mal ein neues Spiel. Also das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht vergleichbar. Und dadurch, dass sich die Parteienlandschaft so verändert hat, wie sie jetzt ist, haben wir eben häufiger die Situation, dass eben mit der Wahlkreis mit einem sehr geringen Stimmenanteil gewonnen werden kann und das Stimmensplitting auch nicht mehr so hinhaut, wie das vorher war. Und wenn man sich mal anguckt, wie der Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimmenergebnis in den Wahlkreisen ist, dann stellt man bis auf wenige Ausnahmen fest, dass das irgendwo so eine Marge plus minus 5% ist, was der Kandidat oder die Kandidatin irgendwie selber noch wuppt. Aber ansonsten werden diejenigen, die direkt kandidieren, eigentlich gewählt, weil sie für eine bestimmte Partei kandidieren und nicht so sehr, weil sie Müller, Meier oder Schmidt heißen. Also das ist einfach der Punkt. Und deshalb wäre jetzt auch meine Frage nochmal, was der tiefere Sinn dieses Grabenwahlrechts ist. Denn ich kann eigentlich, außer dass man die Gewinne und Verluste durch die Einhaltung der Regelgröße des Bundestages
in eine andere Richtung verschiebt, kein wirkliches Argument erkennen, warum man von dem Verhältniswahlrecht, was sich eigentlich bewährt hat und was auch gelernt ist in der Bevölkerung, ich glaube, man könnte kaum vermitteln, dass eine Mehrzahl an Zweitstimmen keine Mehrheit an Sitzen im Parlament dann widerspiegeln würde, warum das in die Richtung verändert werden soll. Vielen Dank. Dann habe ich jetzt noch auf der Redeliste Herrn Glaser und dann Sebastian Hartmann. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich denke, das, was mich umtreibt, passt sehr gut dahin. Vielleicht noch eine Vorbemerkung, weil das Thema mit dem Begriff Kappungsmodell ist vorhin schon mal kurz von Frau Achtmann angesprochen worden. Das war also nicht das, was wir gewählt haben. Wir haben im Kern dieses Modell, das jetzt hier als COA-Modell existiert, ist ja in der Tat vor anderthalb Jahren im Bundestag zur Abstimmung gestanden. Und da ist der Begriff ist in der Tat gewählt worden, um pejorativ gegen das Modell zu agitieren. Wir haben das nie so genannt, sondern man kann das durchaus Direktmandatsbegrenzung nennen, und um den Kappungsbegriff, der natürlich so ein bisschen was Polemisches hat, auszuweichen. Zweite kurze Bemerkung. In der Tat ist natürlich damals auch mobilisiert worden die Idee mit der höheren Legitimation des Direktbewerbers zu dem Listenbewerber. Das war sozusagen eine ganz pointierte Rede eines ganz pointierten Abgeordneten. Und erfreulicherweise hat der Professor Behnke damals das Thema sozusagen aufgespießt, hat sogar in seinem Gutachten dazu in der Anhörung den Namen des Abgeordneten genannt und hat dann diese Rechnung gemacht, die Sie jetzt auch wieder gemacht haben, nämlich darzustellen, ist denn so die Vision, der direkt gewählt ist, eben doch der besser Legitimierte, hat es denn wirklich Stichhaltigkeit? Das haben Sie damals widerlegt. Ich habe das mit Schmunzeln gelesen. Aber jetzt lassen Sie mich noch mal zu einem wichtigen Punkt kommen. Herr Mellinghoff hat zu Recht gesagt, ja, also Thema Legitimation, durch Stärkung eines Direktwahlgedankens. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Behnke, haben Sie natürlich auch gesagt, diese Akzeptanz, diese Chance, Einfluss zu nehmen beim Bürger, hat sehr viel zu tun mit der Akzeptanz eines solchen Wahlrechts. Und deshalb komme ich darauf, weil dieser Gedanke jetzt nicht übernommen worden ist, nämlich einen Einfluss, dem Wähler einen Einfluss zu geben im Bereich der Zweitstimme, also zahlenmäßig mehr Zweitstimmen zu geben, um direkt von den die Landeslisten sozusagen zu bespeisen mit Stimmen, um die starre Reihenfolge durchbrechen zu können. Das ist handwerklich nicht ganz einfach, das auszugestalten. Da muss man in der Tat darüber diskutieren, wie viele Zweitstimmen gibt es. Andererseits ist Ihnen allen bekannt, etwa in vielen Kommunalwahlsystemen ist das natürlich gang und gäbe. Dort natürlich bis zur Panaschierung, was bei uns sicher ausscheidet, wenn man ein solches Modell macht. Aber das Angebot an die Wähler durch dieses Zweitstimmensystem, die starre Reihenfolge der Parteien, das ist ein uraltes Thema über Jahrzehnte als Kritik, dass man das so nehmen muss, das Menü muss man sozusagen so essen, wie es serviert wird. Und man hat überhaupt keine Einflüsse. Den berühmten, profilierten Bundestagsabgeordneten, den sozusagen jeder kennt, den die Partei aber zum Beispiel abstraft, weil er viel zu rebellisch ist, also wird er nach hinten gesetzt. Mir fielen da jetzt auch namentliche Beispiele ein, die ich aber vielleicht nicht bringen will, wo man das von außen so beobachten konnte und wo man so die Idee hatte, dem Wähler hier die Chance zu geben, über Prominenz und damit auch Akzeptanz von Einzelbewerbern in Parteien, auch die Selbstständigkeit von Abgeordneten gegenüber dem Apparat zu stärken. Wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn wir das etwas vertieft miteinander noch diskutieren könnten und genau an dieser Stelle ein Element der Stärkung von Direktmandat ohne das System im Übrigen, also Stichwort das jetzt angedachte Direktmandat, das angedachte Mischmodell, nämlich das personalisierte Verhältniswahl, also das dominante Verhältniswahlsystem mit dieser personalisierten Komponente verändern zu müssen. Das kann völlig genau so bleiben, wie es ist. Es könnte nur gestärkt werden, das direktdemokratische Element. Herzlichen Dank, Herr Kollege Glaser. Dann käme als nächstes Frau Professorin Laskowski. Sie hatte ich übersehen. Entschuldigen Sie bitte. Danach Sebastian Hartmann. Dann Herr Professor Šešek, Thiel Steffen, Alexander Hoffmann und Herr Behnke. Und da müssten wir einfach rechnerisch, wäre es schön, wenn Sie sich auf 3 bis 4 Minuten beschränken könnten, dass wir unser Ziel 20 Uhr, viele haben noch Anschlusstermine, erreichen.
Okay. Bitte schön, Frau Professorin Laskowski. Vielen Dank. Vieles wurde schon gesagt, deshalb muss ich es nicht wiederholen. Aber zum Stichwort Paradigmenwechsel, auch da möchte ich noch einmal anknüpfen, was schon gesagt wurde. Das Grabenwahlrecht, das wäre ein Paradigmenwechsel, aber nicht das Ampelmodell, das wir ja jetzt hier in den Vordergrund gestellt haben. Denn worum geht es bei diesem Ampelmodell? Doch letztlich um die Sicherung der proportionalen Repräsentation. Und damit greift es letztlich eine Forderung des Bundesverfassungsgerichts auf, nämlich Vorkehrungen zu treffen, um den Grundcharakter der Wahl als Verhältniswahl zu sichern. Letztlich führt dies zu dem Ergebnis einer unverzerrten proportionalen Repräsentation, sodass bei diesem neuen Modell mehr passiert als eine bloße Modifizierung, also eine bloße Reparatur hier und da, wie es in dem alten Modell vorgesehen ist. Es ist ein neues Modell der personalisierten Verhältniswahl, eine konsequente Kopplung der Wahlkreise an das Verhältniswahlrecht, sodass durch die Direktmandate lediglich eine Vorfilterung stattfindet, aber im Vordergrund steht das Verhältniswahlrecht. Insoweit folgt daraus dann konsequent dieses neue Zuteilungsverfahren, diese neuen Zuteilungsregelungen. Soweit man da Probleme sehen sollte in Bezug auf die Wahlrechtsgrundsätze, die Wahlgleichheit, ja, wäre aber aus meiner Sicht letztlich alles gerechtfertigt, denn wir haben ein verfassungsrechtlich legitimiertes Ziel, das hier verfolgt wird, die Funktionsfähigkeit des Parlaments, letztlich am Ende eine Frage der Verhältnismäßigkeit, die ich hier auch gewahrt sehe. Stichwort Einzelkandidatur. Ja, aus meiner Sicht und insoweit stimme ich dem Kollegen Greschik zu, nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts müsste eine Einzelkandidatur von Parteilosen weiterhin möglich sein. Insoweit müsste hier eine Öffnung in ein solches Modell eingefügt werden. Allerdings vor dem Hintergrund, dass solche parteilosen Einzelkandidaturen in der Praxis überhaupt keine Bedeutung haben, weil sie praktisch nicht vorkommen, würde ich sagen, ist das Problem her auch eher gering. Dann Stichwort Grundmandatsklausel. Ja, das ist etwas, was man wirklich noch mal etwas näher betrachten müsste und diskutieren müsste. Da habe ich auch noch keine abschließende Meinung. Aber wenn wir konsequent bleiben und dieses neue Modell zugrunde legen, dann aus meiner Sicht müsste konsequenterweise müssten dann die Direktmandate sich durchsetzen, die tatsächlich zugeteilt werden. Ja, also sodass wir dann ja, dieses Modell konsequent an dieser Stelle dann auch weiterführen. Gut, und zum Stichwort Ersatzstimme, auch aus meiner Sicht etwas, was dieses Modell enthalten kann, aber nicht muss. Auch letztlich am Ende wieder eine Frage der Rechtfertigung im Zusammenhang mit der Wahlrechtsgleichheit, die hier betroffen wäre, die aber durchaus bejaht werden könnte. Das war's von mir. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Dann ist als nächster Sebastian Hartmann dran. Bitte schön. Sehr geehrte Damen und Herren Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank insbesondere an die Vertreter der Union, der Sachverständigen, die von der Union benannt worden sind, für den heutigen Beitrag und insbesondere das eingebrachte Dokument, das 27. in dieser Kommission Demokratie nachhaltig zukunftsfähig gestalten, ein echtes Zweistimmenwahlrecht für den Bundestag wahrscheinlich schaffen, einführen oder irgendwas damit machen. Einen Satz sinnvoll zu beenden. Das erinnerte mich so ein bisschen an Adenauer, der irgendwann mal in seiner berühmten Gürzenich-Rede sagte, die Situation ist da. Und jetzt, meine Damen und Herren, ist die Situation da. Endlich liegen zwei Modelle zur gegenseitigen Abwägung vor. Die Union legt das Grabenwahlrecht vor. Und wir haben die Gelegenheit, die beiden Modelle gegeneinander zu stellen, Vor- und Nachteile zu erkennen und tatsächlich auch die Auswirkungen. Wir haben allerdings erkannt, dass allein schon in diesem
Teil der dritten Debatte in der dritten Wahlrechtskommissionssitzung, wo wir die Auswirkungen der Verkleinerung des Deutschen Bundestages nach den unterschiedlichen Modellen schon die drei Vortragenden tatsächlich sich widersprochen haben in der Sache. Und ich möchte ausdrücklich nochmal an Kollegen Möllers anknüpfen, aber auch offenbar geworden ist, was da eigentlich passiert ist. Und Herr Grzegorz, ich habe Sie sehr bewusst auf die Fragen der Stichwahl angesprochen. Ich habe Sie sehr bewusst natürlich auch auf die Fragen der Wahlen, der Stichwahlen, der Abschaffung in Nordrhein-Westfalen mit den Bürgermeisterwahlen, die Sie, wir beide sind Nordrhein-Westfalen, doch kennen. Ein entscheidender Satz in dem entsprechenden Verfassungsgerichtshofentscheid war, je höher der zu erwartende Anteil der obsiegenden Kandidatinnen und Kandidaten sei, die in dem einzigen Wahlgang lediglich eine weit von der absoluten Mehrheit entfernten relativen Mehrheit erreichten, umso mehr sei das demokratische Prinzip der Mehrheitswahl tangiert. Im weiteren Verlauf dieser Sitzung ist dann das passiert, was weitere Kollegen ausführten. Sie konnten gar nicht mehr begründen, warum sie diese Beispiele eines Verhältniswahlrechts mit dem Mehrheitswahlrecht kombinieren, es sei denn, sie betreiben tatsächlich nicht die Durchsetzung eines Mehrheitswahlrechts, was ja eine vertretbare Position wäre, unter bestimmten Quoren von den 50%, sondern sie gehen in die Auswirkungen hinein, die ein immer geringerer Anteil an Zustimmung im Wahlkreis hat. Weil das ist doch das Problem, das wir hier versuchen zu lösen, weil die Verschränkung zwischen der personalisierten Verhältniswahl und der Verhältniswahl, die wir eigentlich als entscheidendes Moment dieser Wahl haben, das funktioniert doch nicht mehr. Und die Lösung, die Sie nun betreiben, ist, Sie machen Cherry-Picking. Sie haben sich aus beiden Modellen nicht das Beste ausgesucht, sondern das für sich beste, vorteilhafte System. Und auch das, was Kollegin Ferner ausführte, nämlich was in Frankreich möglich ist, dass der Kandidatin, Kandidaten oder der Wahlbündnisaustausch stattfindet, dass man zum Beispiel das Moment der Stichwahl vielleicht so gestaltet, dass ein Mehr an Demokratie ist, ein Mehr an Einfluss des Wählers oder der Wählerin auf das Ergebnis der Wahl. Genau das wird ja verhindert nach dem Prinzip. Und da ist das Problem, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn das Prinzip der Ampelkoalition und der drei Obleute, von denen ich einer bin, doch eben eine sinnvolle Verschränkung ist und tatsächlich eine Bindung zweier Stränge. Es ist ein doppelter Legitimationsstrang zu dem immer schwächeren werdenden Band der Mehrheitswahl eines Direktkandidaten im Wahlkreis tritt der entscheidende Strang der doppelten Legitimation durch die Zweitstimmendeckung hinzu. Wir sind minimalinvasiv in Auswirkung sowohl auf das Wahlergebnis, das strikt proportional ist, und mehr noch, wir streichen die drei goldenen Bonusmandate der CSU, die unausgeglichen sind, gar zur Verzerrung des Wahlergebnisses führen könnten. Und wir erwarteten auf der Basis, wo wird denn in dem System der bekannten Übung unserer demokratischen Wahl 72, 73 Jahre in der Bundesrepublik die Antwort der Union liegen. Was Sie machen, ist der Paradigmenwechsel. Und wenn Sie sich selbst in der Argumentation widersprochen haben, dann liegt es auch daran, dass Sie das Prinzip der Stichwahl gar nicht wirklich wollen. Denn wenn Sie die Stichwahl tatsächlich gewollt hätten, hätten Sie sie nicht als möglichen Knochen, den man so vorwirft, hineingeschrieben, sondern es ist ja ausgeführt worden, wie Herr Professor Pokelsheim sagte, Sie würden zu 298 Stichwahlen führen von 299 Wahlkreisen, die aber in Wirklichkeit noch weniger an Demokratie bedeuten würden und eine verfassungsändernde Mehrheit der CDU, CSU und der SPD trotz einer nur Zustimmungsrate von um die 49% in diesem Bundestag führen würde. Das, meine Damen und Herren, ist tatsächlich eine Verzerrung des Wählerwillens. Es ist eine Beschränkung des Wählerwillens. Es ist sogar der Versuch, durch die Hintertür das Wahlsystem umzustürzen. Das wollen wir nicht. Ich betone ausdrücklich, es geht um den Erhalt der Verhältniswahl. Es geht darum, minimalinvasiv vorzugehen, um die Form der Stimmgebung zur Bestimmung des Direktkandidaten, der Direktkandidaten im Wahlkreis zu stärken, zu erhalten. Und die Ersatzstimme tritt hinzu, um einen verwaisten Wahlkreis zu verhindern und die Entscheidung nicht auf Parteien zu delegieren, sondern tatsächlich den Wählerinnen und der Wählerin im Wahlkreis zu überlassen. Ich frage Sie daher nach den Ausführungen, und Sie haben das ja vor allen Dingen, Herr Jezek, Sie sind ja nur teilweise eingestiegen auf das Stichwahlmoment, auf das Prinzip der relativen Mehrheitswahl. Und Sie kennen sehr gut den Verfassungsgerichtshof in Entscheid 2 in Nordrhein-Westfalen, wie ich weiß, dass Sie an der Stelle vielleicht doch noch mal einordnen, wo sind denn Quoren und Grenzen, wo Sie sagen, ab dem Moment ist das wirklich nicht mehr vertretbar in der Denklogik, die Sie hier vorgestellt haben. Sind das die Wahlkreisgrößen 25% rauf und runter, dass man vielleicht näher an dem Prinzip kommt, dass der Wahlkreis im Durchschnitt eine gewisse Größe hat? Ist es vielleicht eine Beschränkung der Mindeststimmenzahlen an absoluter Zahl, an relativer Zahl? Was nehmen Sie aus der Debatte mit und wo sagen Sie, ist denn wirklich die Grenze erreicht?
Und bleiben Sie bei diesem Vorschlag. Die Fragen, Herr Hoffmann, Herr Kollege, kennen und schätzen uns ja, sind nachher noch in der Redefolge dran. Mich würde konkret interessieren, ist das der Vorschlag der Union als Gesprächsgrundlage, dass das Prinzip der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zur Verkleinerung des Bundestags? Ich frage auch für meine Fraktion, weil wir wissen müssen, auf welcher Basis wir versuchen, zwischen den Fraktionen demokratisch zu verhandeln, ob wir zu einer breitestmöglichen Mehrheit kommen. Und um dann noch einen Punkt aufzugreifen, Herr Professor Dr. Möllers, könnten Sie noch mal sagen, wo die Grenzen des Eingriffs in die Grundmandatsklausel 3 an der Zahl Stimmengebung im Wahlkreis liegen? Könnte man auch auf eine reine 5%, 7%, 3% Hürde gehen? Wo ist da die Grenze, wenn man da die Mehrheitswahl im Wahlkreis verschränkt mit der Verteilungsregel? Weil die wird ja das einzige Mal in unserem Modell überwunden durch die Stimmengebung im Wahlkreis. Ansonsten ist es ja ein reines Verhältniswahlrecht, wie auch ausgeführt. Und leider nicht ganz zutreffend in dem Beispiel Grzegorz und andere Nummer 4 explizit festgehalten. Damit trägt ein Zweistimmenwahlrecht keinerlei verfassungsrechtliche Bedenken. Das wage ich zu bezweifeln, liebe Damen und Herren. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Dann habe ich als nächstes Herrn Professor Grzegorz auf der Liste. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich gestehe sofort, dass die Beiträge von Herrn Faircom und Herrn Möllers tatsächlich ein bisschen mehr Dimension gegeben haben, geöffnet haben, weil dann die Prinzipienfrage gestellt wurde und tatsächlich mal versuchen, eine große Linie eben zu ziehen. Und das wird dann eben tatsächlich deutlich und vielleicht auch Unterschiede, nicht unbedingt Verfassungsrechtsverständnis. Da sind die Differenzen wohl geringer, die sind da, auch die soll man nicht leugnen. Aber die Frage, wie stellt man sich Legitimation und Vertretung im Parlament tatsächlich vor? Und in der Sache, im Ergebnis wurde dann relativ deutlich, ja, in der Tat, das Modell des echten Zwei-Stimmen-Wahlrecht ist ein Modell, was mit zwei verschiedenen konstruktiven Strängen arbeitet. Es ist kein Modell, was auf einem einzigen konstruktiven Strang beruht. Frage, was spricht dagegen? Warum muss es ein bestimmtes Modell sein? Warum muss es eine bestimmte Ausrichtung sein? Was spricht gegen ein gemischtes Modell, verbunden oder unverbunden? Ganz ehrlich gesagt, es gibt keine überordnete Wertschätzung, weder eine rechtliche noch eine demokratietheoretische, die zwingend erfordert, dass man sich für das eine oder das andere entscheidet. Man kann tatsächlich kombinieren. Und es geschieht ja auch schon im geltenden Wahlrecht, im Moment weniger, davor auch bei den sogenannten Überhangmandaten. Da sieht man genau, wie die Unterschiede dann verlaufen, wie es tatsächlich sein kann, dass diese Dinge zusammenkommen. Aber die Frage war doch umgekehrt. Entschuldigung? Die Frage war doch umgekehrt. Die Frage war nicht, was spricht dagegen, sondern was spricht dafür? Das ist der entscheidende Punkt. Warum muss es unbedingt dafür sprechen? Dafür sprechen die Effekte. Aber zu sagen, wir brauchen eine Grundidee, das ist der Punkt, der rhetorische, der jetzt für mich gekommen wäre, deswegen bringe ich ihn, zu sagen, wir brauchen eine Grundidee, die durchzieht, die das ganze Modell erklärt, ist von vornherein eine argumentative Engführung, die am Ende den Effekt hat, die Verhältniswahl letztendlich zu immunisieren gegen Veränderungen. Und das, ganz ehrlich gesagt, lässt sich rechtlich nicht, aber auch politologisch nicht begründen. Jetzt komme ich zu den weiteren Dingen, die hinten rankommen, die dann gewisse Rolle spielen können. Die Frage ist mir nämlich noch mal deutlicher geworden, ganz ehrlich, bei dem, was Herr Faircom gefragt hat. Wie stellt man sich vor, wie ein System auf politische Probleme tatsächlich reagiert? Das ist ja die politische Frage, die dahinter steht. Die rechtlichen Teile nicht determiniert, ist ja auch gut so. Die müssen die Abgeordneten entscheiden. Dann ist die Frage, wie stellt man sich vor, wie der Wähler reagiert, wie er rangeht? Und tatsächlich der Teil der Wahl nach Mehrheit in den Wahlkreisen hat insoweit ein anderes Vorstellungsbild eines Wählers, nämlich einer, der lokal und personal stärker orientiert ist als derjenige, der die Listenwahl voranschreitet. Und dann ist die Frage, vertraut man dem mehr oder weniger? Und ich glaube, da liegen tatsächlich möglicherweise Differenzen. Sie haben eine Menge kritische Aspekte angeführt, die man anführen kann. Man kann aber auch mehr darauf hoffen, auf die direkte Beteiligung, und muss auch schauen, wie politische Systeme insgesamt sozusagen im Setting laufen. Die USA wurden als großes kritisches Beispiel dabei geführt. Tatsächlich ist eine der ganz großen Randbedingungen, die da passiert, die Frage der Registrierung und damit der Fruchtbarmachung des Wahlrechts zum Beispiel. Was in Frankreich nicht ist, in Deutschland erst recht nicht vorstellbar ist. Das heißt, da muss man den Fokus auch ein bisschen weitersetzen. Aber ich glaube, da ist tatsächlich ein prinzipieller Unterschied. In dem Teil ist die Antwort näher ran an den Wähler, näher ran an den lokalen Wähler und dann der entscheidende Unterschied, und zwar an den die wirklich mit der Mehrheit erstmal haben wollen und nicht mit der zweiten oder dritten Mehrheit. Das ist die Differenz dann in der Sache, in der Ausgestaltung. Und da unterscheiden die Modelle sich dann im Weiteren tatsächlich relativ wirklich. Die Stärkung der Wahlkreise, die Berücksichtigung, also beide Systeme haben Vor- und Nachteile. Wir versuchen das ein bisschen zu balancieren, dass wir sagen, okay, wir gehen von der heftigen Aufteilung weg. Wir sehen auch da die gewissen Probleme, Gefahren, deswegen sozusagen etwas weniger hier. Und damit werden die Unterschiede versucht einzufangen. Zugestanden auch der Begriff, dass auf
einen Schutz nur kleiner Parteien zurückzuführen, ist verkürzt und soweit nicht ganz zutreffend. Der richtige Termin wäre gesehen, Rücksichtnahme auf die Wirkungs- und Funktionsweisen der Verhältniswahl. Der Effekt ist dann der Schutz der kleinen Parteien, aber der Effekt ist auch, der den großen Parteien zugutekommt. Das heißt, die integrierende Wirkung der Sachvernünftigkeit, die man dahinter hineinliest, das Narrativ, was die Verhältniswahl stützt, nicht? Was in Teilen auch überspitzt ist, aber da eben an der Stelle teilweise seine Berechtigung hat. Die Frage nach den konkreten Größen ist dann eine, die ich tatsächlich deswegen nicht beantwortet habe, bewusst nicht beantwortet habe, ganz ehrlich gesagt, weil ich ja deutlich gemacht habe, dass dieses Modell an der Stelle den Politikern Freiheiten lässt, das festzulegen, wie sie sich das selber vorstellen. Und Versuche, hier zu ihren Grenzen herauszuarbeiten, wird kaum gelingen, weil die Gerichte, die sich auch damit beschäftigt haben, keine Untergrenzen definiert haben. So auch nicht das Landesverfassungsgericht in der umstrittenen Entscheidung, auch die Mehrheitsmeinung eben nicht. Weil tatsächlich hier originär Gestaltungsspielraum der Parlamentarier berührt ist, die sich überlegen müssen, wie sehr vertraue ich dem einen Modell, wie sehr dem anderen. Wie sehr setze ich auf eine Mindestschwelle von 25, 33, ein Drittel, 50%. Wie sehr lasse ich mich aber auf die lokale Mehrheit vor Ort ein. Das heißt, da besteht tatsächlich Gestaltungsspielraum. Und deswegen als Verfassungsrechtler gebe ich dazu auch keine Antwort, weil wir mit all den Zahlen weit von den verfassungsrechtlichen Grenzen weg sind. Das ist eine originär politische Entscheidung. Deswegen, ich gebe die Antwort bewusst nicht, weil ich Sachverständiger für den Teil bin. Sehen Sie mir es nach, ich habe vielleicht eine politische Meinung. Aber das ist hier an der Stelle mit Verlaub jetzt nicht relevant, das so direkt einzubringen. Ja? Sondern dann haben Sie nach Rechtsgrenzen gefragt und die haben Sie an der Stelle tatsächlich nicht. Das ist sozusagen nicht dabei. Und die Stichwahl, das ist jetzt ganz interessant. Die Stichwahl ist natürlich der Punkt, der tatsächlich dann die Sache auch lokal mit Leben erfüllt. Der dann sagt, so, wir haben zwei Kandidaten, wir haben nicht die klaren, sozusagen den Platz für Wahlkreis und so weiter. Also jetzt geht es tatsächlich um die Wurst. Deswegen glaube ich, tatsächlich ist das ein sehr belebendes Element, was die lokale Rückanbindung an die Personen sehr deutlich vor Augen führt. Und deswegen passt das aber sehr gut in den Systemteil rein und ist kein Anzeichen eines schlechten Gewissens, sondern die Konsequenz der Idee, einen Teil der Gewählten an die Bürger vor Ort anzubinden. Also da ist meine Perspektive insoweit eine andere. Herzlichen Dank. Dann als nächstes Till Steffen. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Also ich fand eigentlich den interessantesten Punkt, also nicht alles war neu. Wir haben ja letztes Mal schon gesprochen und auch das Grabenwahlrecht ist ja insgesamt kein ganz neues Modell. Aber den interessantesten Punkt fand ich, dass, um das gangbar zu machen, die Union sagt, ach, vielleicht geht es auch mit 250 oder 220 Wahlkreisen. Herr Binke hat das ja ausgeführt, dass, wenn man nur das macht, man ja schon das Problem gelöst hat, wie ja der Gesetzesvorschlag von Grünen, FDP und Linken aus der letzten Wahlperiode das ja auch vorgeschlagen hat. Also insoweit würde ich sagen, wir haben ganz schön viel Lebenszeit miteinander vertan. Also ich habe interessante Leute kennengelernt, aber viel Lebenszeit vertan, weil wir hätten das ja schon alles letzte Wahlperiode erledigen können, wenn das gangbar wäre, die Zahl der Wahlkreise so stark abzusenken. Und warum sollte das nicht gehen aus Sicht der Union? Weil die Absenkung der Zahl der Wahlkreise ja zu einer starken Vergrößerung der Wahlkreise führe, was ja dann wiederum die Anbindung vor Ort total schwäche. Also das, was Sie gerade zuletzt gesagt haben, war nach der Argumentation der Unionsfraktion letzte Wahlperiode das entscheidende Argument, um unseren Vorschlag abzulehnen. Also das, was Sie eigentlich erhalten wollen, würden Sie ja nach Ihren eigenen Argumenten dann ja eigentlich gerade, um es überhaupt halbwegs akzeptabel zu machen, dann schon wieder beseitigen. Also das finde ich interessant. Und ehrlich gesagt, es ist ja nicht so, auch wenn der, das Papier, was Sie jetzt hier eingespeist haben, so ein bisschen locker geschrieben daherkommt, es ist ja nicht so, dass Sie nicht schon ganz, ganz lange an dieser Idee arbeiten würden. Es gibt ja viele, die das systematisch vorantreiben, auch in der Literatur und so weiter. Und gemessen daran finde ich das, was Sie hier vortragen, das machen die ganzen Fragen deutlich, ich will sie gar nicht alle wiederholen, erstaunlich inkonsistent, also erstaunlich wenig in sich stimmig und erstaunlich wenig zu Ende gedacht. Das ist interessant und krass finde ich ja auch tatsächlich der Effekt, den das bei der Union parteiintern hätte. Und außerhalb des Protokolls kriegen wir doch die ein oder andere Solidaritätsadresse aus den Landesverbänden, die strukturell benachteiligt würden von dem Modell, was Sie vorschlagen. So, ich will mal einen Punkt sagen, weil Sie das mit der Personalisierung ja immer betonen. Wir haben eine wirksame Personalisierung im Wahlrecht. Und diese wirksame Personalisierung, die findet statt über die Spitzenkandidaten. Das konnte man zum Beispiel im Hamburger Wahlrecht super sehen. Da hat Olaf Scholz immer ganz viele Personenstimmen gekriegt, was sich dann dazu ausgeführt, wo ganz andere Leute von profitiert haben nach dem Hamburger Wahlrecht. Und das kann man empirisch super nachvollziehen. Wir haben geguckt auf die 3, 4 Nasen, 4, 5, die tatsächlich vorne gestanden haben. Dann, so lief der letzte Wahlkampf. Das war die Personalisierung. Und Olaf Scholz konnte in dieser Wahl
einen Vertrauensvorschuss gegenüber den anderen sich erarbeiten und konnte davon profitieren. Da war ein Personalisierungseffekt, der sich auf das Wahlergebnis auswirkte. Dass das bei den Wahlkreisen nicht so stark ist, ist hier eben auch noch mal gesagt worden. Also das haben wir. Das heißt, die Orientierung ist de facto über den Umweg der Partei haben wir eine Personalisierung, aber die Orientierung ist auf die Parteien. Und Olaf Scholz wird auch da gewählt, wo er gar nicht auf dem Stimmzettel steht. Also die Partei wird gewählt, um ihn dann unterstützen zu können. So war die letzte Wahlsituation. Warum legen wir trotzdem ein Modell vor, wo wir an Wahlkreisen festhalten? Weil es umgekehrt einen Impuls für die Parteien setzt. Weil es dafür sorgt, dass ein Teil der Partei mit Orientierung auf die Leute vor Ort agiert, weil die persönliche Wiederwahl daran hängt. Darauf würde ich nicht verzichten wollen. Aber zu glauben, dass man dann wirklich ganz breit das Vertrauen hätte bei großen Teilen und die Bekanntheit bei großen Teilen im Wahlkreis, das ist eine Chimäre. Und das sage ich als jemand, der in Hamburg sehr lange persönlich Politik gemacht hat. Es ist nicht so, dass dann tatsächlich die Leute einen überwiegend kennen würden. Es sind Leute, die sich besonders für Politik interessieren. Von denen kriegt man auch eine persönliche Rückmeldung. So, jetzt haben wir hier gehört, es gibt keine rechtlich harten Grenzen, die verbieten würden, ein solches Wahlrecht wie das Grabenwahlrecht einzuführen, auch wenn dadurch starke Verschiebungen im politischen System eintreten würden. Ich muss aber sagen, für mich ist es politisch eine harte Grenze. Und die lasse ich gegen mich gelten, weil ich Teil der Regierungsmehrheit in diesem Hause bin. Und ich finde, es muss eine Regierungsmehrheit, die an das Wahlrecht herangeht, muss sich zum Prinzip machen, die Wahlchancen der Parteien nicht zu verändern, insbesondere nicht der Oppositionsparteien. Deswegen gucken wir so sorgfältig auf die Grundmandatsklausel, auf die theoretisch möglichen EinzelbewerberInnen. All das ist, finde ich, Teil der politisch notwendigen Verpflichtung für eine Regierungsmehrheit. Als Opposition können Sie sich davon freimachen. Es gibt ja zwei Wege. Sozusagen die Opposition als Reserveregierung, die durch die Ernsthaftigkeit der eigenen Vorschläge deutlich macht, wir könnten auch auf der Mehrheitsseite stehen. Oder die Opposition, die sich von diesen Zwängen ganz frei macht. Und ehrlich gesagt, würden Sie hier auf der Mehrheitsseite stehen, fände ich Ihren Vorschlag einen politischen Skandal. Mit der Mehrheit ein solches Modell durchzusetzen, was so stark die Chancen verändert. Ich würde das niemals machen wollen. Und für uns ist genau der Anspruch, danach haben wir unseren Vorschlag ausgearbeitet, dass die Chance der Parteien an der Mehrheit mitzuwirken nicht verändert wird und wir dieses Problem des übergroßen Bundestages dabei lösen. Das ist der Maßstab. Und ich finde, das sollte für alle gelten. Vielen Dank, Till Steffen. Jetzt kommt als nächster Alexander Hoffmann. Bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will durchaus den Versuch unternehmen, noch mal am Ende der Sitzung zur Versachlichung beizutragen. Kollege Hartmann, die Antwort auf Ihre Frage gibt sich ja von selbst. Der Vorschlag ist ein Vorschlag, den die Sachverständigen eingebracht haben. Die Union im Übrigen, das will ich an der Stelle auch mal sagen, hat mehrere Vorschläge schon unterbreitet. Ich habe in der letzten Sitzung hier, weil das mein Verständnis von dieser Kommission ist, ausdrücklich auch in Ihre Sachverständigenreihen gefragt nach der Bewertung zu anderen Vorschlägen der Union. Da war zum Beispiel der Vorschlag von Norbert Lammert dabei. Da war zum Beispiel das Verrechnungsmodell mit anderen Landeslisten dabei. Sie können ins Protokoll gucken oder in den Livestream. Keine einzige Aussage dazu. Und ich fand jetzt auch die Tonalität mit Verlaub nach hinten raus ein bisschen zu sehr in Richtung Empörung. Vielleicht ist das Ihr Vorbereitungsszenario, um jetzt zu erklären, warum Sie unbedingt Ihren Vorschlag durchsetzen wollen. Weil was ich schade finde an der Diskussion, ist, dass eigentlich völlig unter den Tisch fällt, dass das Erfrischende an dieser Idee doch mal das war, dass es eben nicht festgefahren war, sondern es sind in verschiedenen Ebenen und an verschiedenen Stellschrauben bewusst von den Sachverständigen Spielräume offen gelassen worden. Und ich finde es schade, dass Sie eigentlich da nichts anderes zu tun haben, als sich genau darauf zu stürzen, um dann irgendeinen Widerspruch zu konstruieren. Die Idee war nach meiner Wahrnehmung eigentlich, mal wirklich einen Instrumentenkasten anzubieten und zu sagen, jetzt gehen wir es doch mal durch, jetzt spielen wir das doch mal durch. Und stattdessen, und das finde ich bemerkenswert, ist dann immer bei der Gegenargumentation, nehmen Sie immer das Worst-Case-Szenario an, um am Schluss Ihr Narrativ zu bedienen. Ich bedauere das deshalb, weil sich jetzt am Ende der Sitzung eigentlich ein Stück weit das bewahrheitet, was wir befürchtet haben mit dem frühen Vorpreschen.
In Ihrem Vorschlag, der uns im Übrigen ja nur über die FAZ bekannt gegeben worden ist, dass Sie jetzt auf Biegen und Brechen versuchen zu erklären, warum Ihr Vorschlag der bessere ist und das allein nicht selig machende. Ich will auf zwei inhaltliche Aspekte noch mal eingehen, die mir gerade jetzt nach hinten raus sowieso, aber auch insgesamt zu kurz gekommen sind. Die Frau Professor Schmal hat sehr schön herausgearbeitet, dass die Schwäche der Ampel-Idee, so will ich es mal nennen, wobei Kollege Dr. Steffen, ich will das schon mal replizieren, wir bekommen aus der Ampel auch Rückmeldungen, wo Leute ganz offen bekunden, dass sie ihrem Vorschlag überhaupt nichts abgewinnen können, nur mal so am Rande. Dass die Schwäche des Ampelvorschlags, so Frau Professor Schmal, ich sage es jetzt mal verkürzt, eher eine Aushöhlung und Schwächung des Direktmandats ist. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin schon auch noch mal der Meinung, dass wir über die Bedeutung des Direktmandats reden sollten. Das ist das letzte Mal, ist es einfach weggelächelt worden. Es gibt keinen Unterschied. Es gibt sehr wohl einen Unterschied, was nämlich die Frage der Unabhängigkeit von der eigenen Partei angeht. Und wenn wir dann auf den Wähler schauen, dann wünscht sich der Wähler einen unabhängigen Kandidaten. Es ist selbst rausgearbeitet worden, die Rolle der Partei tritt zunehmend in den Hintergrund. Der Wähler will zunehmend Persönlichkeiten wählen. Und dass das keine fixe Idee ist, keine Erfindung, dafür gibt es Beispiele. Ich denke immer sehr gerne an den geschätzten Kollegen Florian Post, ein super Typ in München, SPD, und hat im Übrigen immer oder war ein Aspirant auf das Direktmandat. Er hat das Direktmandat nicht gewonnen, und weil er in den Monaten vorher in hartem Clinch mit seiner Parteivorsitzenden war, hat er einen Listenplatz bekommen, der unter ferner Liefen gelaufen ist. Und dann ist ein Kollege, den der Wähler von der Präferenz er wollte, ausgeschieden, weil er genau mit diesem Instrument der geschaffenen Abhängigkeit über die Liste kaltgestellt worden ist. Und deswegen hätte ich mir, oder würde ich mir, das wäre eine Frage gewesen, die ich an den Professor Möllers genauso gehabt hätte wie an den Professor Fehrkamp, und da hätte ich gern auch noch mal die Frage rübergespielt an die Frau Professor Schmal und den Herrn Professor Mellinghoff, dass wir mal wirklich noch einmal in uns gehen und ernsthaft prüfen, gibt es gerade in Sachen Abhängigkeit einen Unterschied zwischen Listenkandidat und Direktkandidat, den sich genau der Wähler wünscht. Und das ist jetzt der zweite Aspekt. Ich will noch mal über die Sicht des Wählers reden. Auch da wird jetzt immer gesagt, das ist eine Verzerrung, wenn man zum Beispiel zu einem Zwei-Stimmen-Wahlergebnis käme. Professor Czeszek hat es vorhin sehr schön gesagt. Der Wähler stimmt sich doch auf ein System ein. Die Wahrheit ist doch die, dass viele Wähler heute eigentlich schon von einem echten Zwei-Stimmen-Wahlsystem ausgehen. Anders ist es doch nicht zu erklären. Ich habe es das letzte Mal gesagt, dass in Regionen, wo eine Partei in der Erststimme die ganz klare Präferenz hat, auch in Wahlkreisen, wo zum Beispiel die Grünen klar vorne sind bei der Erststimme, die Partei, die vorne ist bei den Erststimmen, gebetsmühlenartig mit Kampagnen auf Flyern dem Wähler erklären muss, bitte gib uns auch die Zweitstimme, weil die Zweitstimme die entscheidende ist. Also die Wahrheit ist doch die, dass für den Wähler die Erststimme die entscheidende ist, die Zweitstimme dafür da ist, um dann, ich sage jetzt mal, irgendwelche strategischen Ausgestaltungen vorzunehmen. Und das Bundesverfassungsgericht bewertet das genau anders. Das weiß aber der Wähler nicht. Heißt auf Deutsch, wenn wir jetzt kämen und wir würden ein Einstimmenwahlsystem einführen, zum Beispiel in Bayern, dann werden Sie, glaube ich, nicht erleben, dass die CSU auf ihrem Zweitstimmenwahlergebnis landet, sondern sie wird weiter oben landen, weil genau dieses Missverständnis beim Wähler in dem Moment beseitigt wird. Und deswegen wäre mir da wichtig, wir müssen mal, Herr Professor Behnke hat es vorhin angesprochen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir unsere Aufgabe hier ernst nehmen, dann geht es genau um die Frage der Politikverdrossenheit. Aber dann kann es doch nicht ernst gemeint sein, dass Sie einen Vorschlag unterbreiten, wo jemand, der 20% der für den Bürger wichtigen Erststimmen bekommt, nicht in den Bundestag einzieht. Im Übrigen wären da bei uns auch Kollegen dabei mit über 25%. Und dann gehen Sie an die Eventualstimme, wo ich den Bürger dazu verpflichte, unter Umständen jemanden zu wählen, den er nicht will, beziehungsweise gar nicht zu wählen. Und dann verteile ich dieses Direktmandat an denjenigen, der auf der dritten oder auf der vierten Ebene legitimiert ist. Und das soll dann den Kreis schließen,
Zur Frage der Legitimation. Professor Fehrkamp hat es in der letzten Sitzung versucht, ein bisschen blumig zu beschreiben. Das werden Sie keinem Wähler erklären können. Und wenn der Wähler dann nicht mehr weiß, was bewirkt meine Stimme, dann sind wir doch genau bei dem Punkt, Professor Behnke, den Sie vorhin angesprochen haben. Das erzeugt Verdruss. Das wären eigentlich die zwei Punkte gewesen, über die ich jetzt gern noch mal vertieft diskutiert hätte. Dazu fehlt leider die Zeit. Und mit Verlaub, Entschuldigung, Ihre Stimmung hat es am Schluss auch nicht mehr hergegeben. Danke. Vielen Dank, Alexander Hoffmann. Dann habe ich noch Herrn Professor Behnke um 8 Uhr jetzt als letzten Redner auf der Liste. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, das ist jetzt eine dankbare Position. Gehe ich ganz kurz auf den Herrn Hoffmann tatsächlich ein, weil die Sache, die ich natürlich einiges machen wollte, komme ich hier nicht dazu. Vielleicht das Letzte, was Sie jetzt gesagt haben, zu den Unabhängigkeit auch der Wahlkreiskandidaten der Partei, ja, dass die in dem Mehrheitswahlsystem gewissermaßen größer wäre, dass die unabhängiger werden. Also wenn Sie jetzt nach England schauen und mal schauen, was passiert ist nach der Brexit-Abstimmung und wie es da eine nachtelange Messer gegeben hat für die ganzen Gegner innerhalb der Tories, das zeigt relativ eindeutig, dass es eben genau nicht so ist, dass Sie davon ausgehen können, dass Wahlkreiskandidaten unabhängiger von der Partei sind. Das Missverständnis von Erst- und Zweitstimme, richtig, das glaube ich, gibt es teilweise, aber also das belegen auch Umfragen. Also der Großteil der Wähler weiß natürlich sehr wohl, dass die Zweitstimme die relevante ist und orientiert sich auch an der Zweitstimme. Und die Zweitstimme ist die, die die eigentliche Wahlabsicht ausdrückt, und es ist eher die Erststimme, mit der dann eben taktisch oder strategisch gewählt wird. Dass die Erststimmensysteme nicht automatisch zu einer Verbesserung der ganz großen Parteien führen. Baden-Württemberg hat ein Einstimmensystem. Das hat definitiv nicht dazu geführt, dass die CDU sozusagen einfach weitergemacht hat, so wie es vielleicht noch in den 70er, 80er, 90er Jahren ausgesehen hat. Zu der Vergleichbarkeit mit Frankreich möchte ich noch kurz sagen, weil es relativ häufig angesprochen worden ist, als Beispiel, dass es ja nicht so einfach wäre, dass man davon ausgehen könnte, dass sich das einfach übertragen ließe. Und Frankreich würde ja zeigen, dass die Leute dann vielleicht ganz andere Überlegungen entwickeln und dass sie natürlich auf das Wahlsystem reagieren. Herr Cecik hat ja netterweise darauf hingewiesen, ich habe das ja selber thematisiert, ja, diese Problematik. Natürlich ist es uns das bekannt, dass die Wähler reagieren auf das Wahlsystem. Bloß Frankreich ist natürlich der denkbar schlechteste Vergleichsmaßstab, weil Frankreich ist ein präsidiales System und wir haben ein parlamentarisches Regierungssystem. Das heißt, sie haben eine ganz andere Dynamik, was es bedeutet, wie die Parteien im Parlament abgebildet werden im Verhältnis zur Regierung, weil die natürlich eine ganz andere Funktion dort einnehmen. Und wir haben natürlich ein ganz anderes Parteiensystem, was ja regelrecht kollabiert und implodiert ist in den letzten Jahrzehnten, teilweise kann man sagen, zumindest in bestimmten Bereichen. Demgegenüber ist das Deutsche in der großen Struktur relativ behäbig, konservativ, stabil gewesen, muss man sagen. Und genau das spricht alles dafür, dass die Prognosen, sozusagen, die jetzt zum Beispiel in meinem Paper drin waren, eher zurückhaltend waren, weil die Effekte werden genauso wahrscheinlich ausfallen. Die würden sogar wahrscheinlich stärker ausfallen in dem Moment, wo die Leute wissen, dass es wirklich ein reines Mehrheitswahlsystem ist in der einen Hälfte, weil sie dann gar nicht mehr sozusagen wie jetzt aufgrund der letztendlichen Folgenlosigkeit das ignorieren können. Was der Herr Mellinghoff gesagt hat, dass ich da Äpfel mit Birnen vergleichen würde bei diesen Zahlen mit 51.000 versus 71.000 bei den Erststimmen, die als ein Direktkandidat gewinnt und 71.000 der Zweitstimmen, die eben ein Listenmandat braucht. Nein, das hängt eben sehr wohl zusammen. Das ist sogar sehr stark miteinander verknüpft. Warum kommt das zu diesen Zahlen? Die Grundlogik ist ja, die Zweitstimmmandate, also die Listenmandate, erhalten Sie, indem Sie die Anzahl sämtlicher Zweitstimmen durch 598 dividieren. Wir haben 299 Wahlkreise. Das heißt, erstmal ganz grob gesagt, können Sie sagen, auf einen Wahlkreis entfallen insgesamt doppelt so viele Wählerstimmen wie auf ein Listenmandat, weil es ja sozusagen durch 299 dort geteilt wird, bei den Listenmandaten eben durch 598. Wenn Sie jetzt ungefähr, und jetzt wegen den Stimmen, die eben an Parteien gehen, die 5%-Hürde nicht erreichen, wenn Sie jetzt bei knapp 50% oder unter 50% sind, dann sind Sie genau wieder auf der Größenordnung sozusagen von den Zweitstimmenmandaten. Und das war natürlich genau auch der Fall, ja, als diese Konstruktion, von der wir die ganze Zeit reden, auch von unabhängigen Grundmandatsklauseln, sozusagen Geschichten, als die entwickelt worden sind in den 50er Jahren, weil dort üblicherweise ein Direktmandat eben mit 50% gewonnen worden ist. Und wenn Sie ein Direktmandat mit 50% gewonnen haben, dann sind Sie genau ungefähr auf dem gleichen Level, wie das die Stimmenzahl von Zweitstimmen den Listenmandatsträger braucht. Und jetzt, wenn Sie ein Direktmandat eben nicht mehr mit 47% oder 46% gewinnen, sondern eben mit 30% oder sogar 25%, dann kommen Sie genau zu der Situation, dass Sie auf einmal nicht mehr sozusagen ungefähr die gleiche Stimmzahl haben, sondern nur noch 75%. Das heißt, das ist nicht vollkommen
unverbunden, sondern das hängt systematisch sehr, sehr eng miteinander zusammen, was genau wieder zu dieser üblichen Logik zurückführt, die wir schon öfter erwähnt haben, nämlich, dass die Listenmandate, dass die absolute Mehrheitswahl eigentlich, wenn wir überhaupt von Mehrheitswahl sprechen, das einzige Prinzip ist, was wir hier akzeptieren sollten. Und jetzt, da komme ich jetzt eh nicht dazu, aber trotzdem nur Hinweise, ich werde es dann schriftlich ausarbeiten, zu Ihrem Unmut. Was ich wirklich merkwürdig finde, ist hier diese Gegenüberstellung von Mehrheitswahl versus Verhältniswahl. Ich halte das schlichtweg für ein Missverständnis, muss ich sagen. Die Frau Schmal hat gesagt, Mehrheitsprinzip verkörpert schlichtweg die Demokratie. Das, glaube ich, muss man sehr mit letztendlich Abstrichen sehen. Wenn man es genau betrachtet, die einzigen wirklich guten und stichhaltigen Begründungen, die es für die Mehrheitswahl gibt, sind epistemischer Natur. Das heißt, das sind Entscheidungen, bei denen es letztendlich um richtig oder falsch geht. Das heißt, nur dann, wenn ich glaube, es gibt die eine Entscheidung, die einen einheitlichen Willen zum Beispiel für den gesamten Wahlkreis ausdrücken sollte, dann ist die Mehrheitsentscheidung tatsächlich möglicherweise das angebrachte Verfahren. In dem Moment, wo ich glaube, es geht um was ganz anderes als um Wahrheitsurteile, es geht um Interessensunterschiede, dann gibt es überhaupt kein Argument mehr für das Mehrheitsprinzip. Und dann ist eher, wenn Sie jetzt das Mehrheitsprinzip als die Verkörperung des Gleichheitsprinzips betrachten, und das ist nämlich der letzte Begründung, zum Beispiel bei John Locke, ja, wird es genau schon so begründet, dann heißt das nämlich, wenn Sie das Gleichheitsprinzip heranziehen und eine allgemeine Form der Mehrheitswahl nehmen, dann kommt es zu einer Begründung der Verhältniswahl, wie sie letztendlich John Stuart Mill vorgenommen hat. Nämlich die Idee ist ganz einfach, dass er sagt, okay, stellen Sie sich vor, Sie haben drei Wahlkreise und da gewinnt irgendwie ein Wahlkreiskandidat immer mit 30% der Stimmen. Und da haben Sie immer ganz viele, die unterliegen. Warum kommen die nicht auf, oder warum sollten die nicht auf die Idee kommen zu sagen, dann bilden wir unseren eigenen Wahlkreis, die Unterlegenen, und zwar nicht mehr aufgrund dieser merkwürdigen Zufälligkeit von lokalen Grenzen, die irgendwann gezogen worden sind, sondern aufgrund von Interessensgemeinschaften. Ja? Und die bilden sozusagen ihren interessensbezogenen Wahlkreis. Und dann nämlich wollen sie, wenn die, was weiß ich, ne, jemand einen Wahlkreis für 50.000 Stimmen gewinnt, dann möchten auch 50.000 Leute, die die gleichen Interessen haben, einen Wahlkreiskandidaten, der diese Interessen vertritt, den sie aufgrund ihrer Interessen sozusagen virtuell gebildet haben. Diese lokalen Wahlkreise, das ist doch totaler Irrsinn, muss man sagen. Ja? Das sind historische Zufälligkeiten, wie die entstanden sind. Das waren reine Machtfaktoren. Letztendlich können Sie das auf 1215 zurückführen. Ja? Als der König Johann, Sie sind ja alle alt genug, Sie kennen ja noch die Robin Hood-Filme, der fiese kleine Bruder von Richard Löwen hat, ja, gegen Frankreich verloren hat und dementsprechend die Magna Carta unterzeichnen musste. Und dann kommt sie zum Kronrat und so weiter. Das heißt, das sind letztendlich Machtinteressen, die sich in den Counties, in den Boroughs vertreten haben, die dort letztendlich niedergespielt worden sind. Das hat überhaupt sozusagen nichts mit Interessen der vertretenen Bürger oder der Bewohner dort zu tun, sondern es waren letztendlich Zufälligkeiten dieser Machtstrukturen. Und dieses Argument von John Stuart Mill dagegen zu sagen, es geht um Interessen und Leute, die sich zusammenfinden, weil sie gemeinsame Interessen haben, das ist doch aus heutiger Sicht viel, viel einleuchtender. Herr Professor Behnke. Und das war's. Das habe ich damit nicht. Wow. Das nenne ich mal Sitzungsautorität. Ich spreche Sie nur. Okay, dann danke ich Ihnen allen für die auch heute wieder sehr engagierte Diskussion und komme noch zum Punkt Verschiedenes. Da will ich nochmals darauf hinweisen, dass die Obleute-Runde einstimmig vorgesehen hat, dass wir in der nächsten Sitzung am 7. Juli, also heute in zwei Wochen, hier die Eckpunkte auf der Tagesordnung haben, die dann Grundlage des Zwischenberichtes sind, den wir ja bis Ende August abgeben müssen. Und zweitens, dass wir hier über einen Fahrplan für die weitere Kommissionsarbeit dann nach der Sommerpause, welche Themen wir wann beraten, auch hierüber befinden. Gibt es noch weitere Punkte zum Thema Verschiedenes? Das ist nicht der Sebastian, du hast Luft geholt? Okay, gut. Dann war das keine Wortmeldung. Dann wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Abend und schließe die Sitzung. Vielen Dank.